Welchen Wert hat heute das persönliche Leben? Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von CryptoTV. Heute sind wir wieder beim Freundeskreistreffen im Mesnerhaus bei Liefering in Salzburg, den die Manuela Geiswinkler alle 2 Wochen veranstaltet. Wie schon einige wissen, können alle, die wollen, beim Freundeskreis über allerlei Themen referieren. Ob es sich nun um spirituelle Themen oder um soziale Netzwerke handelt, sich jemand den mystisch grenzwissenschaftlichen Gebieten Ausdruck zu verleihen wünscht, oder wieder andere haben dort den Wunsch, etwas über Gesundheitspraktiken oder Ernährungstipps preiszugeben. Also, es gibt dort keine Grenzen. Hier darf jeder die für sich wichtigen Gedanken offenlegen. Heute steht der Freundeskreis unter dem Motto eine neue Wertekultur, den Günther Behrm vorstellen will. Er hat sich gefragt, was sind die wirklichen Herausforderungen der heutigen Zeit? Die Finanz- und Wirtschaftsprobleme sind nur Symptome bzw. Auswirkungen. Woher sollen die Lösungen kommen? Er meint, wir müssen die Probleme an der Wurzel packen. Wie schaffen wir eine hohe Wertschöpfung, die uns den Wert der Schöpfung nachhaltig sichert? Er sagt, die Lösungen sind ganz einfach, wenn wir dem Prozess vertrauen. Sind die Lösungen tatsächlich so einfach? Er ist der Meinung, weil es so einfach ist, kann es nachhaltig umgesetzt werden. Dieser begeisternde Vortrag zeichnet uns ein Bild, wie diese Situation entstehen konnte und wie wir gemeinsam eine wunderbare Wertekultur in Gesellschaft, Wirtschaft und Politik gestalten können. Darum hat er die Initiative Wertevoll Leben ins Leben gerufen. Er möchte mit dieser Idee erreichen, dass Menschen, Firmen und Regionen wieder so richtig aufblühen. Also, nehmen wir Platz und lauschen Günther Behrm zu. Dieser Filmvortrag wird in 2 Teilen ausgestrahlt. Im ersten Teil stellt er seine Initiative Wertevoll Leben vor. Und im zweiten Teil wird er etwas über sich selbst erzählen, so dass auch Sie wissen, wer Günther Behrm ist und warum ihn sein Lebensweg dorthin geführt hat, wo er heute ist. Ich wünsche Ihnen einen anregenden Vortrag und vielleicht können Sie sich etwas von seinen Ideen mitnehmen und in Ihrem Leben umsetzen. Herzlich willkommen beim Freundeskreis Menschen der neuen Zeit. Mein Name ist Manuela Geiswinkler, ich bin die Gruppenleiterin. Heute können wir uns freuen über einen Ehrengast aus Oberösterreich. Sein Name ist Günther Behrm. Und er wird uns heute einen schönen Vortrag machen über wertevoll Leben. Und das Thema des Vortrags ist eine neue Wertekultur. Bitte, Günther. Schön, dass du da bist. Ja, danke schön. Ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken, dass ich heute da hier sein darf, dass ich mich in die Menschen des Freundeskreises investieren darf. Also das ist, sehe ich als meine schönste Aufgabe überhaupt, mich in andere Menschen investieren zu dürfen und zu können. Ich glaube, das ist einfach immer wieder ein besonderes Vorrecht, wenn man das machen darf. Und vielleicht ist das sogar eine der höchsten Formen der Wertschätzung, die wir Menschen überhaupt tun können, uns ineinander zu investieren. Ja, vielleicht ein paar Worte ganz kurz zu mir. Ich komme aus Oberösterreich, bin verheiratet, habe 3 erwachsene Söhne, 28, 26, 22 und einen Enkelsohn mit 6 Jahren. Und ich hoffe, jetzt kann man dann irgendwann auch einmal die Mädels, also Schwiegertochter ins Bay gibt es ja schon, also in der Regel, ich errate immer, wenn wer schwanger ist, nicht, was das wird. Das weiß ich nicht, das habe ich einfach im Gefühl. Und meine 3 Buben bin ich jedes Mal 100% daneben gelegen. Ich war mir jedes Mal sicher, das wird eine Tochter. Ja, das Ergebnis habe ich euch ja schon offenbart. Ja,
Wertevoll Leben, die Monika hat das ja angekündigt, Wertevoll Leben beschäftigt sich nicht so sehr mit den allgemeinen Grundwerten. Ich meine, diese allgemeinen Grundwerte, die sind uns auch sehr, sehr wichtig. Aber wir beschäftigen uns in erster Linie mit dem Wert des Menschen. Die Frage, Mensch, wer bist du? Mensch, was macht dich aus? Mensch, warum bist du hier auf dieser Erde? Was ist so deine Lebensaufgabe? Was ist dein göttlicher Auftrag? Oder wie auch immer du das nennen möchtest. Was ist deine Berufung, deine Bestimmung? Was ist der Sinn des Lebens? Fragen, die sich ja immer mehr Menschen in der heutigen Zeit stellen. Und ich finde die Entwicklung sehr, sehr gut. Also ich bin in etwa so 20 Jahre in dem Bereich so intensiver tätig, sonst generell über 50 Jahre in der Sache tätig, seit meiner Geburt, aber so intensiver seit 20 Jahren. Und ich muss sagen, also die Entwicklung, was gerade so die letzten 5, 6, 7 Jahre so entstanden ist, finde ich einfach genial. Also mittlerweile ist da wirklich in der Menschheit eine sehr, sehr große Offenheit entstanden. Und für das bin ich sehr, sehr dankbar. Und 2001 ist dann dieser das Ganze heißen. Ursprünglich habe ich es einmal, das habe ich mir heute selber ausgedacht gehabt, ursprünglich hat es aber Power Center geheißen. Aber 2001 ist dann der Name gekommen, Wertevoll Leben. 2002 habe ich dann die erste größere Veranstaltung damals gemacht in Bad Schallerbach, wo ich den ersten Wertekongress gestartet, war damals ein kompletter Abbrenner. Und das ist dann auch noch so weitergegangen, also 2002 im November habe ich diesen Wertekongress gemacht und da haben wir dann so, da musste ich so richtig klopfen und wegleckern. Der Schüssel war damals Bundespräsident, der hat ein Vorwort geschrieben, die Vera Wallner war damals die Außenministerin, hat auch ein Vorwort geschrieben. Ein Leo Wittner von der Energie AG habe ich Sprecher gehabt, ich habe einen Dr. Trauner von Wirtschaftskammerpräsident von Oberösterreich, der ist dann gekommen, weil er ursprünglich von der Leitung zugesagt gehabt, aber der hat dann die Zeit gehabt, und man dachte so richtig mit diesen Leuten bringst du das jetzt auf den Weg. Ne? Später habe ich dann probiert, die wollen nur eine Bühne, was sagen können, wie gut sie schon sind, ne? Und sind am Thema null interessiert. Also das fand ich opak. Ne? Und da war dann auch noch einmal so ein Erlebnis, Anfang 2003, wo ich mir gedacht habe, so, jetzt habe ich eigentlich genau das getan, ne? Was ich da in dieser Vision und so weiter erzählt habe, und wollte das voranbringen. Und habe wieder irgendwie nicht so hundertprozentig funktioniert. Und auf einmal ist da wieder nur mal so ein Impuls gekommen, hör endlich auf, ständig etwas für mich zu tun. Ich war immer so in dieser Schulddenke gefangen, man muss sich gut benehmen und Gott zu gefallen, sozusagen. Also, man muss ja anständig sein und so weiter und viel für ihn tun. Ne? Und da war so dieser ganz klare Impuls, hier endlich auf, etwas für mich zu tun, lass einfach einmal zu, dass ich es durch dich tue. Und das war für mich dann noch einmal so ein neuer Impuls, das war 2003. Ja, und so hat sich das dann entwickelt, ich habe dann nur mal einen Ausschweifer gemacht und das war dann 3 Jahre intensiv in Deutschland unterwegs und dann wieder mit Karl Pilsl zusammengearbeitet. Da haben wir 3 Jahre in ganz Deutschland, die 3 Jahre haben wir ca. 450 Veranstaltungen gemacht in Deutschland, Abendvorträge, Tagesseminare und so weiter. Und da habe ich schon gesehen, also dass viel mehr Menschen für diese Thematik offen sind, als ich bis zu diesem Zeitpunkt der Meinung war. Und das hat mir einfach damals wirklich viel Mut gemacht. 2007 war der Karl dann also knapp 60 und dann habe ich gesagt, okay,
Da möchte ich jetzt einfach ein bisschen kürzer treten und ja, nicht mehr so viel machen. Und das kann dann seine Familie auch alles managen. Und dann auch so, und das ist jetzt der Startschuss, um wertvolles Leben wieder auf den Weg zu bringen. Ich habe dann 2007 den Verein wertvolles Leben gegründet, und was sich da daraus und aus dieser Vision so entwickelt hat, das möchte ich da in einer kurzen Präsentation nochmal ein bisschen aufzeigen. Und ich glaube, wir sind uns sicher einig, und ich sage also, dass wir wirklich in allen Bereichen von Gesellschaft, Wirtschaft und Politik ein sehr großes Verbesserungspotenzial haben. Ich glaube, über das brauchen wir uns jetzt nicht großartig unterhalten. Also es ist aus meiner Sicht wirklich an der Zeit, dass wir eine neue Wertekultur kriegen. Und auch hier wieder die neue Wertekultur, wo beginnt die? In Wien, oder? Oder nein, jetzt in Brüssel. Ne? Nicht mehr in Wien. Ne? In mir. Richtig! Ja. Und die Lösung ist, also wir haben eine bestehende Wertekultur. Auch das ist eine Wertekultur, die auf gewisse Werte baut. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, das möchte ich nicht bewerten, das darf jeder für sich tun. Aber auch das, was wir jetzt haben, ist eine Wertekultur. Und das hat, also zu mir hat einer gesagt, sind wir doch bitte sehr, sehr dankbar für das, was wir bisher hatten, weil es hat uns und sehr vielen anderen Menschen zumindest geholfen, uns in der Finsternis besser zurechtzubringen. Ne? Und unter diesem Aspekt dürfen wir auch für das, was bisher gewesen ist, sehr dankbar sein, und ich glaube, das ist auch wichtig. Ja, und jetzt sind wir sozusagen in diesem Spannungsfeld von dieser bestehenden Wertekultur, die aus meiner Sicht schon ein Ablaufdatum hat. Wann das genau ist und ob das ein fließender Übergang wird oder mit welchen Turbulenzen das vielleicht behaftet sein wird, das wissen wir alle nicht ganz genau. Dass nicht ganz reibungslos über die Bühne gehen wird, kann man sich durchaus vorstellen. Aber das ist irgendwie so am Auslaufen begriffen, und mittlerweile, glaube ich, ist das auch den Großteil der Gesellschaft klar. Ja, aber worum es geht, das ist eben diese neue Wertekultur, diese Wertekultur der gelebten Liebe, die, wie wir schon gesagt haben, bei jedem selbst beginnt. Und für mich ist diese Wertekultur der gelebten Liebe zu lernen, mich anzunehmen, zu erkennen, wer ich wirklich bin, was ist dieser göttliche Auftrag, was ist dieser Sinn des Lebens, warum bin ich denn auf dieser Welt, was darf durch mich in diese Welt kommen, was ist mein Beitrag für diese neue Wertekultur, und je mehr Menschen das herausfinden, ganz für sich, und weil sie wirklich für sich beginnen, umso mehr entsteht automatisch diese Wertekultur der gelebten Liebe. Ja, und in diesem Spannungsfeld sozusagen befinden wir uns zurzeit. Und das ist diese große Herausforderung. Und eine Sache, es hat einen riesen Vorteil, wenn jeder für sich beginnt. Das hat einen ganz großen Vorteil. Du brauchst niemanden um Erlaubnis fragen. Weil die meisten möchten jemanden anderen verändern. Nicht? Die Bänke müssen sich verändern, und der Feinmann und die Werkel und was weiß ich, und die Brüssel und. Und du kannst keinen Feinmann einmal fragen, ob du ihn verändern darfst. Weiß nicht, ob er die Erlaubnis gibt. Und vorhin solltest du vielleicht selber die Frage stellen, ob es überhaupt deine Verantwortung ist. Ich weiß, dass auch die durchaus Veränderungsbedarf haben. Aber wenn jeder vor seiner Tür kehrt, dann ist überall sauber. Und ich glaube, das ist die größte Herausforderung, die wir haben, wirklich da bei sich zu bleiben. Und das ist ja auch nicht schon ein wenig einfach, dass wir uns selber verändern. Und wie, wenn wir das schon nicht schaffen, wie soll man dann mit anderen verändern? Praktisch, dann wollen wir die anderen verändern. Ja, genau. Wenn wir selber nicht schaffen. Ja. Und zu diesem Thema, was ich da gesagt habe, also zu diesen Erkenntnissen, habe ich damals auch diese wertevoll Leben Baumschule entwickelt. Also die gibt es auch in so schönen Kärtchen, die kann man verteilen. Ich habe es auch selber als Visitenkarte
einfach eine Visitenkarte mit Botschaft. Und ich glaube, das ist ein ganz, also für mich ein ganz elementares Prinzip. Dass wir einfach erkennen, okay, wir können uns lang mit diesen Ängsten, mit dieser Finsternis und so weiter beschäftigen, aber da wird sich nicht viel ändern. Also du kannst das heute probieren, wenn wir heute heimkommen, ist zu Hause wahrscheinlich schon Fenster, und du gehst zu Hause rein, nicht? Ins Vorhaus, wo so richtig Fenster ist, und dann versuchst du mal die Finsternis zu vertreiben. Du kannst die Finsternis anschreien, du kannst herumfunkeln, du kannst deinen Nachbarn erzählen, wie finster das ist. Das ist ja auch so finster. Und die Leute reden ja wieder, nicht? Also, aber mir ist nur viel finsterer wie bei dir. Weil, dann kriege ich vielleicht ein bisschen Mitleid. Nicht? Und du kannst dich beschweren darüber, du kannst machen, was du willst. Die Finsternis wird sich nicht verändern, nur weil du dich mit ihr beschäftigst. Aber wenn du möchtest, dass sie sich verändert, dann gibt es eine ganz einfache Methode. Gehst zum Lichtschalter, lässt das Licht aus und heil ist. Also Licht regiert immer über die Finsternis. Und es gibt keinen Finsternis-An- oder Ausschalter. Du kannst Finsternis auch nicht messen. Das ist nicht messbar. Aber das Licht kannst du messen. Du kannst den Mangel an Licht messen. Dann weißt du auch, wie finster das ist. Dass der Licht mehr fisch ist, dann ist. Ja, zum Beispiel. Nicht? Du kannst das Licht dimmen. Nicht? Und so weiter. Also, mit Licht kannst du spielen. Nicht? Und zurzeit sind unwahrscheinlich viele Menschen da draußen unterwegs, die Finsternis zu bekämpfen. Gegen den Atomstrom. Gegen, weiß ich nicht, den Krieg. Und gegen die Verschwendung der Regierung. Also das ist ja überhaupt für mich immer das Größte. Wir müssen gegen die Arbeitslosigkeit kämpfen. Und so weiter. Also könnte man jetzt 100.000 Dinge aufzählen. Aber wenn wir mal begreifen, dass man, wenn man uns auf die Lösungen auch für etwas einsetzt, wenn wir das Licht aufdrehen, wenn wir uns für Licht und Liebe einsetzen, wenn wir Friedensveranstaltungen machen, für den Frieden etwas tun. Und da gibt es ja dieses wunderschöne Beispiel, wir haben heute schon gesprochen drüber, du hast das auch auf der Webseite. Ist die Mutter Teresa, damals ist Nobelpreisträgerin geworden, wie sie es gefragt haben, ob sie bei einer Aktion gegen den Krieg, also einer Demonstration gegen den Krieg mitmachen würde. Und hat gesagt, tut mir leid, aber für sowas habe ich keine Zeit. Solltet ihr aber was für den Frieden machen, ja, dann bin ich schon dabei. Das ist eine ganz andere Energie, ne? Ja. Und die Energie folgt immer der Aufmerksamkeit. Das heißt, womit wir uns beschäftigen, das wird wachsen. Jeder Gedanke, jedes gesprochene Wort, jede Handlung, die wir setzen, ist Dünger für einen der beiden Bäume. Und dann können wir uns auch einmal ausmalen, nicht? Jedes gesprochene Wort, jeder Gedanke, wie denken wir über uns selbst? Wie denke ich über meinen Partner? Wie denke ich über meine Kinder? Wie spreche ich über sie? Wie spreche ich über die Mitmenschen? Wie sprechen wir über die Regierung in Wien? Wie denken wir über die Regierung in Wien oder über die in Brüssel oder wo auch immer? Wenn wir schenken, das befürchten, dass das und das machen, dann das hat der Hiob sogar schon gewusst. Ne? Er hat gesagt, was ich befürchtet habe, ist über mich gekommen. Das ist eine Hiobsbotschaft, oder? Ja, es gibt eine zweite Hiobsbotschaft. Er hat auch gesagt, was ich entscheide, das tritt ein. Dort, wo ich das Licht aufdrehe, da wird es hell. Und wir haben heute in der Meditation, ist, dass wir Licht sind. Und wir bekennen das sicher in jedem Nirvana. Ich bin Licht, ich bin Liebe. Dort, wo ich hingehe, ist Licht und Liebe. Weil ich Licht und Liebe bin, nicht mehr ich lebe, Jesus Christus lebt bei mir. Also, und dann verwandelt sich die Atmosphäre automatisch.
Ich könnte euch da Geschichten erzählen, also eine erzähle ich vielleicht ganz kurz, weil das für mich selbst damals sehr bezeichnend war. Aufgrund meiner Insolvenz und so weiter habe ich natürlich auch Probleme gehabt mit Finanzamt und und. Also wer sowas schon einmal erlebt hat, da wird man ja, teilweise verfolgt wie so ein kleiner Schwerverbrecher. Also das wirklich teilweise war ich von Richterfahrt worden und was weiß ich noch was. Nicht? So ein Staatsanwalt, der hat mich einmal komplett zur Sau gemacht, sozusagen. Nicht? Aber da war eine andere Situation, und zwar ich habe dann versucht, das Wissen wieder halbwegs in den Griff zu kriegen, und das war halt auch nicht gleich gelungen, und ich habe beim Finanzamt ziemlich hohe Schulden gehabt. Und die haben halt immer wieder so monatliche Raten aufgefragt, die ich zahlen soll. Und das war halt immer wieder, auch aufgrund meines Werdegangs, ja wirtschaftlich immer wieder Schwankungen drin gehabt habe, habe ich halt dann immer wieder mal die Raten nicht erfüllen können. Und dann hat mich der Chef, ein Treiber vom Finanzamt, des Kirchen, der hat mich dann vorgeladen. Und ja, dann, was machen wir denn, Herr BH? Müssen wir das in den Griff kriegen, ne? Also so eine autoritäre Stimme. Ne? Ja, dann machen Sie mir einfach mal einen Vorschlag, den ich auch einhalten kann. Und dann ist er aufgesprungen vom Sessel. Und mir gegenüber, ich bin gesessen und ja, zuerst dann aufgesprungen. Was bilden Sie sich ein? Jetzt haben wir schon so viele Feierräume gehabt, Sie haben keine einzige gehabt und jetzt glauben Sie, ich soll Ihnen dann noch einen Vorschlag machen. Und ich habe es richtig wütend. Ja. Man sollte eben nicht so schreien. Ne? Das ist nicht so. Und ich war in dem Moment wirklich sehr gefasst. Ich habe nicht gut gemeint und habe einfach irgendwie gesagt, das ist jetzt die Liebe frei. Das ist jetzt die Liebe frei. Und da vorne hat sich der niedergesetzt, wie von Blitz gerochen, ist komplett ruhig geworden, hat zum Rechner angefangen. Und dann habe ich gesagt, Herr Bern, können Sie 100 Tage im Monat zahlen? 100 Tage im Monat können wir nicht zahlen. Dann habe ich das nachher mit dem Schreiber, was mir erzählt hat, gesagt, Mann, 100 Tage, das gibt es nicht. Das ist eine Lüge, das ist nicht bestimmt. Also, normalerweise scheint wohl nicht möglich, aber also Licht und Liebe kann man auch am Finanzamt freisetzen. Hilft auch dort. Ich habe einen Beweis dafür. Ja, also worauf wir uns konzentrieren, das wird wachsen. Und da gibt es einfach diese Bereiche auch von der Baumschule. Ich bin gegen etwas, um Probleme zu verhindern. Das heißt, ich befürchte, schaue auf. Und ich weiß zum Beispiel eines, wo haben wir denn? Na, ich werde wo haben. Ich habe mich in der Tischlerei, ich habe von Beginn an hab ich versucht, den Misserfolg zu verhindern. Und genau das habe ich gesehen. Das ist ein Unterschied, ob ich den Erfolg gestalte oder den Misserfolg verhindere. Ob ich versuche, den Mangel zu bekämpfen oder mir ein Bewusstsein der Fülle schaffe. Aber nicht die Fülle, jetzt Fülle an Wohlstand, die meisten verbringen das so gut wie Geld. Okay, ist auch nicht schlecht, wenn diese Leute das Geld haben, die etwas Gutes damit gestalten. Also Geld ist was Gutes, Geld ist auch nicht schlecht, weil Geld ist eigentlich neutral. Die Frage ist, verbinden wir Geld mit Liebe und Licht oder verbinden wir Geld mit Angst und Finsternis? Und dann wird das Geld das bewirken, wozu es eingesetzt wird. Aber grundsätzlich geht es darum, dass wir erkennen, ich bin Fülle. Ich bin schon alles. Ich brauche nichts mehr werden. Ich brauche nur erkennen, dass ich bin. Und dass ich das schon alles bin. Und das, was ich nicht bin, das brauche ich nicht sein. Da hat irgendwie andere vielleicht einen Auftrag gekriegt. Und da dürfen wir uns dann wieder ergänzen. Und da brauchen wir einander. Und das ist ja das Wunderbare. Dass wir in der Gemeinschaft, wenn jeder seinen Platz erkennt, dass wir in der Gemeinschaft dann fähig sind,
Gigantisches zu gewinnen. Man muss dann wirklich das Synergie miteinander verbinden. Aber in der Form, wo jeder seins herausgefunden hat. Und ich habe da ein Lied singen von diesem Thema Angst und Liebe. Ich habe in den 90er Jahren immer so ein richtiges Helfersyndrom entwickelt. Ich bin für alle Probleme dieser Welt zuständig und ich muss jedem und allen helfen. Das war so mein Thema. Und ich war hundertprozentig überzeugt davon, das tue ich aus Nächstenliebe. Ist ja ganz klar. Das würde ich ja doch sonst nie tun. Das ist ja klar, das tue ich aus Nächstenliebe, darum helfe ich jedem. Und dann, wie mir diese Baumschule auf einmal so klar geworden ist, auf einmal bin ich drauf gekommen, das hat mit Liebe genauso viel zu tun, wie der Osten mit dem Westen. Das Einzige, was ich mit diesem Helfersyndrom versucht habe, eine Minderwertigkeit zu kompensieren. Weil dann haben die Leute gesagt, man könnte das was gut machen. Dann habe ich endlich wieder mal Wertschätzung gekriegt, dann habe ich endlich wieder mal Lob und Anerkennung gekriegt. Also das Einzige, was ich mit dem Helfersyndrom erreicht habe, das ist meine Angst, sonst zu wenig Anerkennung, Zuneigung, Wertschätzung zu bekommen, diese Angst zu bekämpfen. Das war alles. Und davor habe ich mir das klar gemacht. Wie sie Ängste teilweise tarnen und verstecken. Wie oft wir Dinge gut meinen, aber als Wurzel haben sie eine dieser Dinge, wir wollen irgendwas verhindern. Ich bin ja deswegen sehr eifersüchtig, weil ich meine Frau so sehr liebe. Ja, so ein Blödsinn. Was hat Eifersucht mit Liebe zu tun? Das hat genauso viel zu tun wie Licht im Fenster ist. Verlustangst haben wir, wenn wir eifersüchtig sind. Sonst gar nichts. Ich muss ja meine Kinder behüten, damit ihnen gar nichts passiert. Ja, warum passieren den Kindern immer am meisten, wo die Eltern genau diese Ängste haben? Und dort, wo die Eltern am lockersten mit den Kindern umgehen, das passiert am meisten. Weil dieses ist das, aber jedem ist schön noch. Ja, darf man jeder lernen. Und genau diese Thematik immer wieder in allen zu entdecken, also das ist diese Herausforderung. Aber je mehr wir in uns ankommen, umso einfacher wird es. Je mehr wir lernen, also, sag ich mal, den rechten Baum, also das ist bei uns im Kreise von Werte von Leben, ist das schon irgendwie so ein Text geworden, wenn jemand erkennt, dass ich oder umgekehrt, dass wir halt wieder ein bisschen in seine Ängste abgedriftet ist, rechter Baum, nicht? Da kennt man sich schon aus. Dass wir da in der Haltung, im Denken was ändern dürfen. Und je mehr wir lernen, uns wirklich auf diese Dinge zu konzentrieren, umso leichter wird es leben. Und alles, was, egal was in deinem Leben, jeder Bauer weiß, dass jedes Samenkorn nach seiner Art reproduziert, oder? Und du Weizen säst, wirst du Weizen ernten. Und wenn du Hafer säst, dann wirst du Hafer ernten. Und wenn du einen Tomatensamen säst, dann kriegst du Gurken, oder? Nein, dann kriegst du Tomaten. Das ändert sich nie. Das ist ein Naturgesetz, das ist ein Schöpfungsprinzip. Und wir Menschen glauben oft, wenn wir etwas aus Angst tun, weil wir irgendwas verhindern wollen, weil wir weiß nicht, den Krieg verhindern wollen oder weil wir irgendwann beschützen wollen. Also sobald etwas als Wurzel Angst hat, dann kann es auch nur Angst hervorbringen. Das geht gar nicht anders. Es ist nicht anders möglich. Und was haben wir wieder auch beim Frieden auf der Welt? Solange die Dinge aus Angst getan werden, wird es verlieren. Weil Ängste immer wieder Ängste produzieren.
Und alles, was aus der Liebe kommt, was wir wirklich aus dieser, aus diesem inneren Bewusstsein von Licht und Liebe, aus dieser Gewissheit, wie sehr wir Licht und Liebe sind, und gar nicht mehr werden kann. Und das ist interessant. In jedem von uns ist es schon dieser göttliche Funke. Nur wir stellen halt unser Licht sehr häufig unter Schöpfung. Aber wenn wir immer mehr in dieses Bewusstsein kommen, ich bin Licht, ich bin Liebe, und dort, wo ich bin, ist Licht und Liebe, was nur ein anderes sein kann. Wenn ich Teil Gottes bin, und weil wahres Ich dieser Teil Gottes ist, dann bin ich Licht und Liebe. Ja, Alea Iacta est, der Würfel ist gefallen, hat der Cäsar damals gesagt, wie er den Rubikon überschritten hat und hat damit gemeint, es gibt kein Zurück. Und im Leben gibt es auch nie ein Zurück, es gibt nur vorwärts. Und ich bin der felsenfesten Überzeugung, der Wandel hat bereits begonnen. Die entscheidende Frage ist, bin ich Opfer oder Gestalter? Wenn ich ständig diese Ängste habe, was alles passieren könnte, was Schlimmes auf uns zukommen könnte und, dann bin ich wahrscheinlich Opfer. Wenn, je mehr ich erkenne, wie sehr ich Licht und Liebe bin, und welches spezifische Licht ich bin, weil jeder Mensch ist ja dann auch ein spezifisches Licht, der für ganz bestimmte Ecken das richtige Licht hat, um dort hineinzuleuchten, weil dort noch die Natur Christen ist. Und ich weiß zum Beispiel, der Kernteil meiner Berufung ist, Menschen in ihrem Selbstwert zu stärken und sie mit den ergänzenden Potenzialen in Synergie zu bringen. Das weiß ich, das ist so meine Hauptlebensaufgabe. Ja? Und je mehr das jeder Mensch für sich herausfindet, dann Tischler oder was auch immer, also ein Beruf ist ja nie die Berufung. Das ist, ein Beruf ist nur der Beruf. Aber wenn jetzt einer so wunderschöne Möbel macht, natürlich kann das Ausdruck seiner Berufung sein. Nicht? Die Frage ist, was bewirkt er dadurch? Was bewirkt er dadurch im Leben anderer Menschen? In seinem eigenen Leben, in seinem Umfeld? Was geschieht dadurch im Leben anderer Menschen? Weil er diese Möbel macht. Mit einer besonderen Liebe, mit seiner ganz spezifischen Gabe. Da kann ich euch noch eine kleine Geschichte erzählen. Eine Dame aus Mannheim, Unternehmerin, hat mir das einmal erzählt, und zwar die hat eine Reinigungsdame aus der Ukraine. Das ist aber schon 2-3 Jahre her, damals waren noch nicht diese schlimmen Umstände. Und dann ist eines Tages ist die Putzfrau zu ihr gekommen und hat gesagt, du, müsste ein paar aus familiären Gründen dort 3-4 Wochen, ich weiß jetzt nicht mehr wie lange, zurück zur Familie und da irgendwas zu regeln. Ich habe eh schon dafür gesorgt, dass ich eine Vertretung habe, eine gute Bekannte von mir aus Russland, und ich weiß, auf die kann ich mich verlassen und die wird in der Zeit für mich diese Tätigkeit übernehmen. Und sie ist dann in die Ukraine gefahren, die andere hat diese Tätigkeit übernommen, hat das auch sehr, sehr gut gemacht und dann ist er wieder zurückgekommen und so nach 1-2 Wochen hat diese Chefin dann zu ihr gesagt, ja, ich möchte das einfach sagen, erstens einmal danke, dass du dafür gesorgt hast, dass diese Vertretung und dass das so verbessert war und das wirklich auch so gerechtigt hat, aber trotzdem, und das muss ich einfach einmal sagen, seit du das wieder machst, seit du wieder hier bist, ist trotzdem irgendetwas anders. Und dann hat er ihr in gebrochenen Deutsch gesagt, ich liebe Putzen. Und dann habe ich gewusst, was der Unterschied ist. Wenn Menschen wirklich das tun, was sie lieben, dann hat das Auswirkungen. Und nicht, weil es Geld verdienen müssen. Das ist so wichtig, dass wir immer mehr in Situationen kommen, wo wir diese Dinge tun, die wir wirklich lieben.
unseres sind, die wirklich Ausdruck unseres Herzens sind, Ausdruck unseres Seins sind. Also immer mehr in dieses Sein zu kommen, regieren statt reagieren. Selbst im Leben Regie zu führen, wenn wir ständig dieses Muss haben. Ich muss ja, ich muss ja, ich muss ja. Das heißt, die Umstände regieren immer uns. Ja, ja, ich muss ja, weil. Ich muss ja nicht, weil. Ich will, sage ich mal, den Benzin kaufen, weil sonst kann ich nicht mehr zurück fahren. Ich muss den kaufen. Oder ich muss die ich will die Versicherung für mich auch zahlen, weil ich sonst keine Feierabend habe. Ich muss das nicht tun. Also wirklich immer mehr dieses Ich will hineinzukommen. Ne? Und noch besser wirklich in dieses Sein zu kommen. Einfach zu wissen, mein Sein genügt. Ich brauche nicht mehr als zu sein. Und jeder wirklich in dieses Sein kommt, also von diesem Tun, um zu sein, ne? Wir Menschen tun ständig etwas, um zu sein. Ne? Manchmal um überleben zu können, aber sehr häufig auch, um wer oder etwas zu sein, um mir und anderen etwas zu beweisen. Und von dem immer mehr dort hineinzukommen, in dieses Tun aus dem Sein. Ich habe erkannt, wer ich bin. Ich habe erkannt, was meine Lebensaufgabe ist, was durch mich in dieser Welt bewirkt werden soll. Und darauf konzentriere ich mich. Und da genügt uns. Ja. Ja, und die Vision dazu ist diese Wertekultur der gelebten Liebe, in der wir gemeinsam in Freiheit unsere Werte voll leben. Und da ist auch ganz was wichtig, wir machen Freiheit sehr häufig auch wieder vom Außen abhängig. Und Freiheit hat mit dem Außen nur sehr eingeschränkt etwas zu tun. Habe ich erzählt, dass ich das bei der Bibelschule gemacht habe, und seitdem ist meiner Vorbilder ist einfach der Paulus. Ich weiß nicht, wer sich mit dem schon mal beschäftigt hat, aber der hat zum Beispiel aus dem Gefängnis, hat er die Briefe an die Galater geschrieben, und da schreibt er, wir sind zur Freiheit geboren. Wir sind zur Freiheit berufen. Lasst euch nicht erneut unter das Joch der Gerechtigkeit werfen. Und sitzt im Gefängnis. Jeder normale Denkende würde sagen, der springt ein bisschen. Also der tickt nicht ganz richtig. Genau. Freiheit. Wir gehen auch wieder in mir. Das hat mit den äußeren Umständen sehr, sehr ungeschränkt was zu tun. Ja. Und unsere Vision sehen wir darin, also Werte von Leben ist die Wertebühne, wo wir lernen, diese Vision zur gelebten Kultur zu erheben. Da haben wir auch immer wieder verschiedenste Veranstaltungen, Treffen und so weiter, wo wir uns einfach damit beschäftigen, wie kann jeder immer mehr Seins wirklich leben? Wie kannst du zuerst, wenn du es noch nicht genau weißt, wie kannst du herausfinden, was jetzt so richtig deins ist, und wie können wir uns alle untereinander auch unterstützen, dass ich jedes Seins immer mehr leben kann. Also weg von diesem Helfer-Syndrom, sondern weil ich immer mehr meins voll lebe, daraus entsteht automatisch der größte Nutzen für die anderen. Nicht, weil ich jedem helfen will. Das ist ein ganz eingeschränkter Nutzen. Im Gegenteil, oft bewegt es genau das Verkehrte. Ich bin ja immer schwächer. Nicht, weil ich mich irgendwo auspowere. Nicht? Und ab dem Moment, wo ich aber in mein Sein komme, da kannst du gar nicht mehr so viel tun, dass du irgendwie das Gefühl hast, an Kraft zu verlieren. Weil Angst und Finsternis kostet uns Kraft, Liebe und Licht geben uns Kraft. Das heißt, wenn unser Tun, unser Ausdruck der Liebe ist, dann fließt es ständig die Liebe durch uns sozusagen. Und wenn ein Schlauch, durch den ständig Wasser fließt, ist noch nie ausgetrocknet, oder? Da gibt es keinen Burnout sozusagen. Also Burnout ist eines der deutlichsten Zeichen, dass wir in einer Sache gefangen sind, die einfach nicht unseres ist. Okay. Ja, die Menschheit nimmt nach Lösungen. Die Lösungen und die Herausforderungen
in Gesellschaft, Wirtschaft und Politik ist der einzelne Mensch. Also jeder von uns ist Teil dieser Lösung. Jeder hat die Lösung für sich und seine Verantwortungsfähigkeit. Und auf den sollten wir uns konzentrieren. Nicht mehr und nicht weniger. Und wenn jeder das tut, also sozusagen seinen Lösungsbeitrag liefert, dann werden wir miteinander immer mehr zur Gesamtlösung. Auf einmal urteilt sich die ganze Menschheit. Wir brauchen eine neue Wertekultur. Also, das ist diese neue Wertekultur. Jeder Mensch kommt immer mehr in sein Sein. Und dieses hohe Bewusstsein, was für einen großen Nutzen er sich und anderen Menschen dadurch gibt, weil er einfach ist. Nicht, weil ich etwas werde. Nein, weil ich bin. Ich bin, wer ich bin. Der Jesus hat es auch gesagt. Ich bin, der ich bin. Ich bin, der ich bin. Weil ich immer mehr der bin, der ich bin, kriege ich immer mehr Erkenntnis drüber, weil ich immer mehr Erkenntnis drüber kriege, kann ich wieder mehr der sein, der ich bin, und das wieder eine größere Auswirkung, weil das wieder eine größere Auswirkung ist, erkenne ich es immer noch besser, und dann steigert sich die Führung. Also bin ich, wenn ich bin in der Gegenwart. Genau. Ja. Und die Strategie dazu, die neue Wertekultur der gelebten Liebe, besteht darin, dass die Berufenen auf ihren Platz kommen, dadurch werden die Lösungen für die Herausforderungen der heutigen Zeit sichtbar. Und jeder ist da wieder gefragt, in seiner Eigenverantwortung da vorwärts zu gehen. Wir können nicht auf irgendjemand anderen die Schuld geben. Wir haben Zeit unseres Lebens immer die Möglichkeit gehabt zu entscheiden. Und wir haben nach dem Insolvenz so viele zu mir gesagt, du kannst jene viel dafür, aber dein Partner, weißt, der hat das und das gemacht. Und so, ich habe die hundertprozentige Verantwortung für das, was da geschehen ist. Mein Partner hat noch nie jetzt irgendwie eine Knarre angesetzt oder einen Revolver angesetzt und hat gesagt, du musst da unterschreiben, den Gesellschaftsvertrag. Das hat man mit einem Banker bedroht, ich muss die Kreditverträge unterschreiben. Nichts und niemand, ich hätte jetzt mal entscheiden können. Ich hätte die Partnerschaft gar nicht eingehen müssen, ich hätte jeden Tag, jedes Monat, jedes Jahr hätte ich die Möglichkeit gehabt zu sagen, okay, nein, so nicht mehr, aber so will ich nicht weiter tun. Ich bin hundertprozentig für mich verantwortlich. Ja, aber ein bisschen Verantwortung hat er doch auch mein Partner. Und die Politiker da in Wien, die haben schon auch ein bisschen Verantwortung, weil sonst müssen wir nicht so schlecht sein. Nein! Solange wir immer wieder einen Teil der Verantwortung an andere delegieren, werden wir von denen regieren. Weil auf dem Moment, wo die Verantwortung an andere delegiere, sage ich, ich habe in diesem Bereich keinen Einfluss. Da kann ich nichts mehr verändern. Auf dem Moment, wo ich aber erkenne, dass ich in jedem Bereich Einfluss habe, weil ich bin ja Licht, ich bin Liebes, ich kann in jedem Bereich meines Lebens kann ich Licht und Liebe einbringen. Und wenn ich nur diese Energie freisetze, weil ich das vorhin von Finanzamt erzählt habe, ich kann noch andere Beispiele erzählen. Es gelingt mir auch nicht immer, aber immer besser. Aber in diesen Momenten, wo mir das gut gelingt, hat das oft einfach wirklich gigantische Auswirkungen. Das Wirtschaftsforum war so ein Beispiel. Wir haben im März eine größere Veranstaltung gehabt, ein paar Leute der Hörerinnen wissen das. Der Paul war einer der Sprecher auch. Und da hat es vorher ziemliche Attacken gegeben. Wie oft, wenn man das Licht aufdreht, der Fenster ist ja, weiß, sie muss verschwinden, wenn das Licht aufgedreht wird, also möchte sie verhindern, dass es aufgedreht wird. Nicht? Ganz logisch. Und da hat es einige Attacken gegeben, das ist so weit gegangen, dass der Organisationsleiter gesagt hat, auskommt, und wenn du dir jetzt sagst, sie soll sich ja anders verhalten, dann lege ich meine Tätigkeit zurück, dann könnt ihr euch das selber machen und. Weil dann habe ich immer gesagt, ne, aus, Licht und Liebe, und da ändert sich nichts. Und die Veranstaltung ist wirklich super abgelaufen, mit einem sehr dichten Programm, hat auf die Sekunde alles funktioniert, also kein Sprecher hat überzogen. Also es war einfach
super harmonisch, super gefühlt. Und nachher, den nächsten Tag habe ich einen Sprecher dann noch in dem Gasthaus, wo wir untergebracht haben, abgeholt. Und da sind noch ein paar Sprecher zusammengesessen. Da haben sie über eine andere Veranstaltung gesprochen, die ziemlich attackiert wurde. Die Veranstaltung damals in Leipzig, wo dieser Dr. Berger gesprochen hat, nicht? Und da hat es ziemlich Attacken gegeben. Und dann hat eine Sprecherin hat dann gesagt zum Berger, ja, das ist halt immer wieder so, nicht? Dass jetzt leider Gottes diese guten Sachen immer noch bekämpft werden. Nicht? Und dann hat der Dr. Berger hat gesagt, ja, aber hier war das irgendwie anders. Hier herrschte ein anderer Geist. Nicht? Da musste Günther mit seinen Themen irgendwas anderes gemacht haben. Und dann habe ich gesagt, ja, also ich glaube schon, dass ich weiß, was der Unterschied war. Wir haben das nie, die ganze Veranstaltung nie unter dem Aspekt, irgendjemand oder irgendetwas zu bekämpfen gemacht. Uns ist nur darum gegangen, das Gute aufzuzeigen, Lösungen aufzuzeigen, Wege aufzuzeigen, wie es besser gemacht werden könnte. Und wir wollen ja alle auf dem Weg mitnehmen, wir wollen ja niemanden bekämpfen. Und dann hat der alte Berger, 75 Jahre, ein weiser Mann, gesagt, ja, das scheint wirklich der Unterschied zu sein. Und wenn wir nur die Haltung des Kämpfens haben, dürfen wir uns nicht wundern, wenn wir bekämpft werden. Und das war auch wirklich der Unterschied. Und da ist mir selbst erst jetzt dann im Nachhinein durch dieses Gespräch erst wieder bewusst geworden, weil es mir halt da wieder mal gelungen ist, in dieser Haltung von Licht und Liebe zu bleiben. Nicht irgendwie alle immer, aber nur wo es mir gelingt, hat das einfach eine große Auswirkung. Und dessen sollten wir uns immer bewusst sein. Und daher haben wir auf alle Situationen unseres Lebens haben wir Einfluss. Und ich mache so Begleitungen mit Menschen. Ich habe so ein Programm gekriegt, das nennt sich das Regierungsprogramm für mein Leben. Wo ich einfach Menschen helfe, ihr Leben in den Griff zu kriegen, also selbst ihr Leben zu regieren, wie wir das vorhin gehabt haben. Und da hat eine Dame, die hat mit ihrer Schwester Riesentraumas gehabt, die ich begleitet habe. Wir haben es massiv bekämpft, also ich habe da SMS gezeigt, richtige Drum-SMS und dann, was soll ich denn da machen? Und ich möchte ja wieder mit meiner Schwester gut sein und alles. Bleib im Licht, bleib bei dir. Das Einzige, was du tust, du schaust, dass in dir das Licht aufteilst, dass du in der Haltung von Licht und Liebe bleibst. Und das Einzige, was du in Bezug auf deine Schwester tun kannst, ist ihr Licht und Liebe zu schicken. Und mehr nicht. Mach dir möglichst keine Gedanken mehr. Ja, aber da kann man, ich weiß, da kann man nicht über diese Gedanken, aber dann sagen, okay, Fenster ist weg. Ich bin Licht, ich bin Liebe und ich drehe das Licht auf. Und es hat ein paar Monate gedauert. Und sie wieder, ja, jetzt hat man die schon wieder, hat man die schon wieder beschimpft und. Was soll ich denn tun? Ich kann dir nicht mehr sagen, bleib bei dir. Bleib wirklich bei dir. Andere Möglichkeit, ich habe für dich keine andere Möglichkeit. Wenn es deine weiß, ist okay, aber ich weiß für dich keine bessere. Bleib bei dir, versuche wirklich in dir Licht und Liebe, also in dieser Haltung von Licht und Liebe zu bleiben und schick deiner Schwester wieder Licht und Liebe. Und dann hat eine Zeit vor Weihnachten, auf einmal ruft es mir an, Günther, ein Wunder ist geschehen. Da hat sich ihre Schwester getroffen, jetzt ist die in Tränen ausgebrochen, hat sie umarmt, hat sie entschuldigt und was es immer wo ist, also auf einmal ist das Wunder passiert. Also natürlich braucht es vielleicht oft ein bisschen Zeit und wird unsere Geduld oft ein bisschen strapaziert. Da kommen dann wieder so die Ängstchen, die sich dann wieder einschleichen und uns sagen wollen, dass das doch nicht so ist. Aber dann kann ich nur eins sagen, bleib dran. Bleib in dieser Haltung von Licht und Liebe. Wenn immer mehr Menschen einfach in diese Haltung kommen und darin bleiben und dieses Bewusstsein immer schärfen, dann ändert sich die Welt. Es ist tatsächlich aus meiner Sicht ganz einfach, diese Welt zu verändern. Es ist vielleicht nicht immer leicht, aber es ist ganz einfach. Vom Prinzip her ist es ganz einfach. Und das Wichtigste in diesen Dingen ist, glaube ich,
ich sage, die Leute immer lernen, den Prozess zu vertrauen. Also den Prozess wirklich zu vertrauen. Ja, also die Eigenverantwortung, die eigene Persönlichkeit zur vollen Entfaltung bringen und die eigene Berufung leben. Und das ist so wichtig, lebe die eigene Berufung, dreh im Kirchenlicht auf. Bleib immer bei dir, wenn jeder bei sich bleibt. Das ist eines der Kernprobleme, das es überhaupt gibt. Dass wir immer glauben, die anderen verändern zu müssen. Oder immer bei den anderen den Veränderungsbedarf sehen. Das ist die Kernprobleme. Gerade jetzt in diesen herausfordernden Zeiten, wo politisch, wirtschaftlich und so weiter auch viel schief geht. Aber gerade da bei uns zu bleiben. Ja, und es gehört auch noch zur Strategie, also wir haben diese fünf Bereiche, das ist alles beginnt bei mir, dann haben wir gesagt, Bildung Mensch, wobei Bildung hier sich nicht darauf beschränkt über diese Wissensvermittlung. Also Wissensvermittlungsanstalten haben wir zu Genüge in Österreich, teilweise nennt man sie Universitäten und so weiter. Wir haben aber wenige, wo wirklich der Mensch ein klares Bild über sich kriegt. Und Bildung, da steckt ja das Bild drinnen, welches Bild hast du von dir? Das Entscheidende. So, das Bild, das du von dir hast, das strahlst du aus. So trittst du anderen Menschen gegenüber, so wirst du gesehen. Du wirst auch so oft, weil sie die Menschen machen dies und das mit mir. Genau, das machen nicht die Menschen mit dir. So siehst du dich. Es gibt sie, ich sehe mich eh nicht so. Und ich glaube, am Freitag wieder in einer Begleitung. Ich tritt ja eh immer so selbstbewusst auf. Nicht? Und dann sind wir draufgekommen, dass die Frau ständig das Gefühl hatte, als Frau hier besonders beweisen zu müssen, wie stark sie ist. Nicht? Also sprich, sie ist schon mit der kämpferischen Haltung in ihre Firma eingegangen. Und hat glaubt, sie ist selbstbewusst. Dann sind wir draufgekommen, nein, Ängste hat es. Ängste hat es, sonst gar nichts. Das ist ja nichts Schlimmes, aber wir müssen lernen, uns diese Ängste zuzugeben. Ja? Diese Ängste bestehen, weil wenn das Licht, wenn ich nicht, die Fenster das nicht erkenne, nicht? Dann kann ich auch das Licht nicht aufnehmen. Weil, gerade Männer dann oft, nicht so, also ich habe keine Ängste. Ich darf nicht. Und dann sage ich, okay, du bist dann der größte Spielball der Ängste. Und wenn du das nicht eingestellst, dann wirst du die Ängste nie entlarven. Und wenn du die Ängste nicht entlarven wirst, dann haben die, spielen die mit dir Katz und Maus, wie sie wollen. Also das ist aber das Wichtigste, sich diese Dinge bewusst zu machen und einzugestehen. Also eben wirklich das Bild, welches Bild habe ich von mir? Und die Ehrlichkeit zu sich selber zu haben. Hey, da habe ich Herausforderungen. Da gibt es noch verdammte Flecken in meinem Leben. Und die würde ich mal anschauen. Ja? Und dann, wenn ich hinschaue, also wenn am Anfang der Schöpfungsgeschichte steht, ja, in Genesis, in der Bibel steht, es lag Fenster, das ist über der Urflut, also es hat vorher schon was gegeben, nicht? Also das ist auch so ein Text, nicht? Aber egal jetzt, es lag Fenster, das ist über der Urflut, Gott sah es und sprach, boah, ist da Fenster. Es werden Licht. Richtig. Und ich bin froh, dass er nicht geschreckt hat, dass es ein Fenster ist, sondern dass er gesagt hat, es wird Licht. Und das ist jetzt die Frage, nicht? Was tun wir, wenn wir sehen, das Fenster ist? Strahlen. Boah, da ist ein Fenster. Ach, hast du schon gesehen, die Fenster, das Ding? Komm, hol ihn mal ein paar. Da müssen wir uns anschauen, die Fenster. Das da gehen wir demonstrieren, wie die Fenster ist. Damit, nicht? Damit ohne Erfahrung, wie Fenster das ist. Also, stell dir vor, die Welt will ja nicht mitkriegen, wie Fenster das ist. Das geht's nicht. Welches Bild haben wir von uns? Und je mehr Klarheit wir haben, welches Licht wir sehen, welches spezifische Licht wir da zum Erstrahlen bringen dürfen, wo wir unser Licht richtig zum Leuchten bringen dürfen, in welche Fenster und Ecken wir hineinleuchten dürfen, umso effizienter sind wir dann in diesen anderen Bereichen, also im Bereich Gesundheit, Soziales, Finanz und Wirtschaft,
Energie, Umwelt etc., das ist dann dieser Austausch. Ich habe meinen Beitrag, um andere in ihrem Sein zu unterstützen, zu fördern, zu ermutigen. Auch die Menschheit ist ein Organismus. Ja, und dann wird jeder Medien, dann wird jeder wirklich zum wichtigsten Medium seines gottgegebenen Auftrages. Wenn jeder zum wichtigsten Botschafter seiner Berufung wird, seiner Vision wird, nicht? Dann kriegt dieser Nachhaltigkeit. Wenn jeder wirklich das tut, was seinem Herzen entspringt, da brauchen wir oft gar nicht mehr viel sagen. Da kennen uns Menschen nicht an. Oh, die ist Friede. Das kennt man schon. Ja, das spürt man. Man wird immer mehr das. Dieses Sein. Die Menschen spüren, von der oder von dem geht was aus. Das hat Anziehungskraft, das hat Attraktivität. Das zieht uns dann auch die richtigen Menschen an. Das bringt viel mehr wie jede Werbeagentur, ich habe auch Flyer und so weiter, also bitte das nicht falsch zu verstehen, aber das bringt wesentlich mehr wie jeder Flyer, wie jede Broschüre, wie jedes E-Mail oder sonst irgendwas. Wenn wir immer mehr wirklich das sind, in diesem hohen Bewusstsein des Seins, wirklich dieses Medium werden, also, und dann daraus wirklich dieses Wir. Also dieses Wie, nicht dieses Wir entstehen, sondern dieses Wir. Können Sie sich vorstellen, dass zum Beispiel ein Architekt zu mir kommt und sagt, okay, bauen wir schon mehr Häuser, der zeigt mir jetzt schnell auf. Glaubt ihr, dass der zweite Mal zu mir kommen darf? Ich glaube, eben nicht mehr. Weil eben das ist mein Element. Genau. Ja. Und in all diesen Bereichen gibt es auch wieder ein sehr hohes Verbesserungspotenzial über die Gesundheit und da höre ich so oft, ja, und die Schulmedizin will ja alles verhindern und die Energielobby will alles verhindern und das stimmt nicht, das ist eine Lüge. Und mit dieser Lüge gehört auch aufgehalten. Ja. Weil jede Erfindung, die am Energiesektor gemacht wird, wird schon unter der Kampfhaltung gemacht, wir müssen ja die Energielobby bekämpfen. Die Entwicklung, die in der Gesundheit gemacht wird, wird schon unter der Kampfhaltung gemacht, wir müssen ja gegen die Schulmedizin das machen. Und da dürfen wir uns nicht wundern, wo wir bekämpft werden. Und dort, wo die Dinge wirklich in dieser Haltung von Liebe und Licht gemacht werden, ich gebe euch die Garantie, dort wird nichts mehr verhindert. Weil die Liebe kann niemand verhindern. Das geht gar nicht. Wir sind miteinander. Ja, und miteinander. Darum gibt es einen schönen Spruch, wenn ich schnell einwerfen darf, es geht nicht nebeneinander, schon gar nicht gegeneinander. Es geht nur miteinander, füreinander. Ja. Und das ist so wertvoll, der Spruch. Ja. Wenn man sich den nochmal zu Herzen nimmt und bewusst wahrnimmt. Wir können nur miteinander, füreinander da sein. Und dann haben wir das Paradies auf Erden. Und dann uns immer wieder das bewusst zu machen. Sobald du das Licht aufkreist, ist die Finsternis weg. Geh heute wirklich einmal zu Hause mit dem Bewusstsein hinein und lass das einmal so richtig auf dich wirken. Zack. Mehr brauchst du nicht tun. Das ist hell. Ja, und wenn die Berufenen auf ihren Platz kommen, werden auch die Lösungen in diesen Themenforen, wie wir das nennen, sichtbar. Ja? Da gibt es die Lösungen im Bereich der Gesundheit und so weiter. Ja, alea in acta est, der Würfel ist gefallen und alles beginnt bei mir und vor allem in mir, wenn ich Opfer oder Gestalter. Aber das darf bitte jeder auf sich beziehen, das ist nicht auf mich bezogen. Weil dann oft mal zum Spaß sagen, okay, dann haben wir jetzt ein paar Stimulus, wo alles, nicht, wenn ich das sage, alles beginnt bei mir, nicht? Wenn man alles beim Günther beginnt, nicht? Und das ist ganz einfach. Und da möchte ich zum Abschluss, ich weiß, es dauert schon ein bisschen lange, aber ich möchte trotzdem zum Abschluss noch eine kleine Geschichte erzählen. Und da drin ist jetzt schon einmal. Und zwar,
weil das Bild das Ganze nur sehr veranschaulicht. Ich habe früher oft für so ein Internetportal so Artikel geschrieben. Da wollte ich einfach auch so orientierte Artikel haben. Und da habe ich im Herbst 2008 habe ich so einen Artikel geschrieben, die Menschheit als Organismus. Und ein paar Wochen später haben wir in Zoom Werte von Leben treffen gehabt. Da kommt der Hans Oberleitner, du kennst ihn gut, kommt der Hans Oberleitner auf mich zu, der Gesundheitsexperte, wie möchte man das sagen, Masseur und Heilpraktiker und so weiter, Energetiker etc. Und gibt mir ein Buch, nicht? Die Intelligenz der Zelle von Roslin, also so wie der Eisdialekten. Ich weiß nicht, wer das kennt, einige werden es kennen. Und ich habe es damals noch nicht gekannt, jetzt kenne ich es auch nicht. Und habe dann gesagt, du weißt genau, ich lese es gerne. Und ich habe vielleicht wirklich in meinem Leben bis jetzt 10 Bücher gelesen, mehr nicht. Also die ich gelesen habe. Also manche sagen, ich habe schon mehr geschrieben. Ich habe schon mehr geschrieben, als ich gelesen habe. Und dann sagt er, nein, ich könnte dein Leiter, das ist das wirklich lesen. Und dann sagt okay, dann ja, lese es wieder. Dann liest das so hinein und ist doch ein bisschen wissenschaftlich geschrieben. Also zumindest aus meiner Sicht. Ganz einfach. Ja, aber naja, dass der jeder sitzt mit seinen Augen. Aber es ist witzig, dass du das sagst, weil das hat er nämlich bei dem ersten Vortrag, was man braucht, den er organisiert hat, aber das ist Literatur gibt. Also, okay. Also, ich habe schon wieder ein bisschen die Hänge gehalten. Auf jeden Fall lese ich das und für mich war dann diese Kernbotschaft, also je mehr ich da hineingelesen habe, umso mehr hat mich das begonnen zu interessieren, weil ich gemerkt habe, halt, dass es dann sehr, sehr gute Botschaften verpackt. Ne? Und so die Hauptbotschaft für mich war dann, wo Bruce Lipton das so schön beschreibt, dass jede Zelle in unserem Körper, und das sind 60 oder 70 Billionen Leute, die so in etwa, ich habe es noch nicht gezählt, ich weiß nicht genau, wie viel ich habe, das hast du schon mal gezählt. Und jede Zelle in deinem Körper weiß, wozu sie da ist. Das müssen wir uns aber auf der Zunge zergehen lassen. Jede Zelle in deinem Körper weiß, wozu sie da ist. Und jede hat einen anderen Auftrag. Und das wie eine der Hauptaufgaben jeder Zelle ist es, den größtmöglichen Nutzen für ihr Umfeld zu geben. Und daher kommunizieren die Zellen auch permanent untereinander. Mit den Botenstoffen, Synapsen in den Hirn, im Hirn und so weiter. Und dann beschreibt er das sehr gut, es ist in jedem Organismus so. Mikroorganismen, da geht es schon los. Die kleinste Form des Lebens ist eine Kristall- und Eiweißzelle. Und die zwei wissen schon, wozu sie da sind. Ja, und im Mikroorganismus funktioniert das genauso wie in den Makroorganismen, im Weltall, in den Sonnensystemen, in den Galaxien und so weiter. Und auch im Organismus Menschheit. Und da habe ich dann gewusst, er beschreibt eigentlich Werte von Leben. Und er beschreibt auch in diesem Buch, dass ein Organismus funktioniert immer so gut wie die Summe seiner Zellen. Und nur wenn einzelne Zellen vergessen, wozu sie da sind, dann entsteht Krankheit. Und das kann in unserem Körper sein, das können geistig-seelische Einflüsse sein, das können Umwelteinflüsse sein, falsche Ernährung oder was auch immer. Also einfach falsche Information, woher auch die immer kommt, und dann entsteht Krankheit. Wenn die Zellen sozusagen vergessen, wozu sie da sind, ihre Aufgaben nicht mehr erledigen, sich dann nur multiplizieren und so weiter. Und Zellen können aber auch wieder gesunden, wenn sie lange genug, also früh genug und lange genug wieder die richtige Information kriegen, dann können Zellen wieder gesunden. Ja? Wenn sie dann haben, der Rest, dann die Zelle ansprechen. Dann kommen wir wieder in die Ordnung Gottes zurück und dann funktioniert wieder alles.
Und da war mir auf einmal klar, wie sehr das stimmt. Ich habe vorher diesen Artikel beschrieben, die Menschheit als Organismus, wo ich genau das beschrieben habe. Nicht, wenn jeder Mensch auf seinen Platz kommt, wenn jeder Mensch das tut, wozu er auf dieser Erde ist, nicht, wenn jeder Mensch sich wieder daran erinnert, warum er hier ist, nicht wieder die richtige Information kriegt, dann ordnet sich die ganze Gesellschaft, die Wirtschaft und alles. Nicht? Und das war dann einfach für mich so diese schöne Bestätigung, dieses Buch, nicht? Dass genau darum geht. Nicht? Dass jeder Mensch auf seinen Platz kommt, jeder Mensch herausfindet, wozu er da ist, was seine Berufung ist, was sein gottgegebener Auftrag ist, und dann ordnet sich die gesamte Menschheit. Ja, und in diesem Sinne wünsche ich jedem viel Inspiration, viel Mut und auch Freude beim Herausfinden seiner Berufung, seines Auftrages. Auch dies ist ein permanenter Prozess. Aber es ist einmal schön, wenn wir mal wissen, dass die Richtung stimmt. Aber auch wenn du jetzt vielleicht noch keinen Tau hast, es ist nie zu spät. Ganz wurscht, ganz egal wie alt du bist. Es gibt immer noch genug zu tun. Ja? Und gerade dann ist oft aufgrund dieser hohen Lebenserfahrung, wenn man dann noch herausfindet, was so das Spezifische ist, hat das oft dann eine sehr hohe Wirkung dann noch, weil sich das einfach dann verbindet mit dieser hohen Erfahrung, die schon vorhanden ist. Also da wünsche ich wirklich an jeden viel Freude und ich freue mich, wenn wir dann als Organismus miteinander wirken dürfen und diese Wertekultur der Gelettenliebe in immer mehr Bereichen einzuholt. Und danke für eure Aufmerksamkeit. Wir haben da noch ein paar Informationen, also da gibt es ein paar so Grundinformationen zu Werte vom Leben. Wir haben da, also Werte vom Leben kann man auch als Fördermitglied unterstützen, man kann es aber auch als Bildungspate unterstützen und das ist mir ein sehr, sehr großes Anliegen. Und zwar diese Bildungspartnerschaft, also wir begleiten immer wieder Menschen, die in schwierigen finanziellen Verhältnissen sind, denen wir auch wieder helfen, ihr Leben in Ordnung zu kriegen, in Hilfe zu kriegen, herauszufinden, wer sie sehen, wohin es gehen soll. Ja, und das würde man sehr gerne noch viel mehr tun, aber man kann halt nur bis zu einem gewissen Grad ehrenamtlich tätig sein. Und ja, wenn man jetzt da Bildungspaten gibt, also die das einfach Leuten ermöglichen, die es finanziell nicht so leicht haben, können wir das einfach noch für mehr Menschen tun. Aber die Informationen, also das könnt ihr euch gerne mitnehmen. Ich habe von mir noch zwei Bücher da, das habe ich damals geschrieben, 2009. Das heißt Regieren statt Reagieren, das war mit dieser erste Wirtschaftskrise, die so richtig durchgeschlagen hat, wo ich mir gedacht habe, jetzt gehen wieder alle, nur die Politiker und die Finanzleute, was auch immer noch schuld, weil wir nicht begreifen, dass wir alle unseren Beitrag geleistet haben und wird sich wieder nicht wesentlich was ändern. Also hat mich dann dieses Thema, hey, fangen wir hier an. Und hier ist die Lösung, also diese Wertekultur der gelebten Liebe. Ist dann einmal diese Gesamtvision etwas detaillierter beschrieben, auch in diesen verschiedenen fünf Bereichen. Also einfach einmal so ein Bild zu zeichnen, wie könnte denn das wirklich in der Zukunft ausschauen. Also diese Bücher kann man käuflich erwerben, 12 Euro, 14 Euro. Und da habe ich noch eins von lieben Freunden von mir, René und Silvia. Was man das Sonja sehr empfohlen hat. Also da geht es wirklich um ganz tief an dieses Thema der Berufung. Fängt wirklich außer, wozu bin ich da? Und das ist extrem gut. Und wie setzt es dann um? Und wie setzt es auch um? Ja. Mhm. Und vor allem erkenne ich auch den Wert meiner Berufung, weil das ist auch wichtig. Weil ich würde eh schon lieber gern genau das tun, was mein Herzensanliegen ist, aber ich kriege keine Wertschätzung dafür, da zahlt ja keiner was dafür. Ja, es zahlt deswegen noch keiner was dafür, weil du es noch nicht wertschätzt. In dem Moment, wo wir erkennen, welchen hohen Wert es für andere Menschen hat, kriegen wir dafür auch die Wertschätzung. Das ist auch da drinnen beschrieben. So, der interessante Abend ist jetzt schon fast vorbei.
Ich möchte Sie gerne fragen, was können Sie sich von den heutigen Abend persönlich mitnehmen? Sind Sie auch heute wieder mal sehr deutlich ausgekommen, wie wichtig es ist, dass wir unser Augenmerk, unsere Aufmerksamkeit darauf hinlenken, was wir wirklich wollen. Nicht darauf, was wir nicht wollen, sondern darauf, was wir wollen. Die Energie folgt unseren Gedanken. Und wenn wir wirklich einen Frieden haben wollen, müssen wir viel für den Frieden arbeiten. Wenn wir die Liebe haben wollen, müssen wir die Liebe vorangehen. Wir müssen glauben, dass wir die Ängste, die uns immer wieder treiben, ablegen werden. Diese positiven Ansätze, die hat man sich heute von dem Vortrag mitnehmen können. Richtig, ja. Also diese positiven Ansätze waren heute sehr stark wieder da. Und so glaube ich, dass man da wirklich einiges mitnehmen kann. Meinen Sie, ist es recht leicht, sowas umzusetzen oder bedarf es da Übung? Ich glaube, das ist ein jahrelanger Prozess. Ich bin sicher, ob das, oder wie schnell man das schafft. Wir sind in unserem Leben so geprägt von Ängsten und von Zwängen, dass es natürlich entsprechend lang braucht, bis man sich überhaupt einmal erkennt, geschweige denn, dass man sie abbaut. Also es bleibt dabei spannend im Leben dann. Absolut. Ja. Ich bedanke mich recht herzlich und wünsche Ihnen einen weiteren einen schönen Abend. Danke. Aber vielleicht ein bisschen zurück, also auch bei mir war das nicht immer so. Ich habe ursprünglich halt auch ganz normal funktioniert für dieses System, so wie es halt an jeden anderen Menschen auch geht, weil man glaubt ja, das muss so sein. Ich bin ganz normal aufgewachsen in einer großen Familie eigentlich, sehr ländlich geprägt. Meine Mutter hat eine kleine Landwirtschaft geführt, mein Vater war Hilfsarbeiter in einer Ziegelei. Und zwar beim Vater von Dr. Christoph Leitl, die haben ja Ziegelei in Ifferding, oder Dr. Christoph Leitl, der Wirtschaftskammerpräsident, der nach wie vor beteiligt ist. Und dort hat mein Vater als Hilfsarbeiter gearbeitet und meine Mutter hat halt die Landwirtschaft geführt. Ja, und dann, meine Mutter hat mich dann auf ein Stiftsgymnasium geschickt, mit den insgeheimen Gedanken, ich könnte eventuell Pfarrer werden, nicht? Also, war auch schön. Nicht? Das hat es leider nicht gespielt, weil. Die ja. Man predigt wie heute auch so, aber vielleicht auf ein bisschen eine andere Art und Weise. Aber Lernen, das war nicht so wirklich meins. Also alles, was logisch und so weiter war, was ich begreifen habe können, das hat mir Spaß gemacht, was ich mir erlernen musste, das hat mich einfach nicht interessiert. War nicht meins, jetzt habe ich mit 15 Jahren habe ich dann das Gymnasium abgebrochen. Mit 18 Jahren, also ich habe mit 15 Jahren eine Tischlerlehre begonnen und damals ist für mich festgestanden, aus der zweiten Chance musst du jetzt was machen. Wenn du die erste schon versammelt hast, also dass du irgendwie einmal Matura studieren vielleicht oder was auch immer, nicht, dann machst du zumindest aus der zweiten Chance was. Also mir war mit 15 Jahren klar, ich werde Tischlermeister. Und dann mit 18 Jahren habe ich meine heute die Frau kennengelernt. Mit 23 Jahren bin ich das erste Mal Papa geworden. Mit 24 Jahren war ich Tischlermeister. Mit 25 Jahren habe ich mich selbstständig gemacht. Und mit 29 Jahren habe ich eines der wichtigsten Kapitel meines Lebens erfahren dürfen. Ich war mit 29 Jahren pleite. Also so richtig Schiffbruch erlitten. Einen ordentlichen Crash hingelegt, war damals alleiniger Geschäftsführer. Ich habe von heute auf morgen dann, die Insolvenz waren so 13 Millionen Schilling damals, 9 Millionen, ich habe für alles persönlich gehaftet gehabt. Und war von heute auf morgen gut 2 Millionen Schilling damals reicher, aber an Schulden.
Und das sagen viele auch, der spendet ein bisschen, wenn ich das immer wieder sage, aber das war eine der wichtigsten Erfahrungen überhaupt meines Lebens. Klingt für manche sehr, sehr komisch. Man, wenn es auch damals sich überhaupt nicht so eingefühlt hat. Meine Frau war damals schwanger zu unserem dritten Sohn. Man fühlt sich dann als Ehemann, als Vater, natürlich als Totalversorger. Du hast das Unternehmer versorgt, du hast das Familienversorger versorgt, du hast das Ehemann versorgt und. Und gerade das war vielleicht eine der wichtigsten Erfahrungen, die ich einfach machen durfte, und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Ich habe mal so richtig erleben dürfen, wenn du als Mensch im Außen einfach nichts mehr hast, worüber du deinen Wert definieren kannst. Und du einfach nichts mehr kommst. Alles, was aber bis dorthin aufgebaut gehabt hat, war weg. Wie weggeblasen, die ganze Firma und alles, was ich besessen habe. Also außer ein Berg Schulden ist nichts übergeblieben. Man, Gott sei Dank, heute ist die Familie übergeblieben. Aber das habe ich damals nicht unbedingt als großen Wert gesehen, sondern eher als Belastung. Ich bin jetzt nicht einmal fähig, die Familie zu versorgen. Also, und das war eine der wichtigsten Erfahrungen, die ich jemals machen durfte. Weil von da an hat in mir eine Suche begonnen. Bist du gewachsen? Bin ich gewachsen, ja. Und das hat in mir etwas ausgelöst, was mich nicht mehr losgelassen hat. Und, also ich habe damals zwei Möglichkeiten gesehen. Entweder Flucht, und da hätte es verschiedenste Varianten gegeben, entweder über einen großen Teich, irgendwo hin, wo mich keiner mehr kennt, oder überhaupt Flucht aus dem Leben. Also auch diese Gedanken waren damals sehr, sehr intensiv. Ich kann mich da an eine Situation sehr, sehr gut erinnern. Da war ich so mit dem Auto unterwegs, ich habe da ein Innviertel gekriegt und da so eine langgezogene Rechtskurve und nach Hause weg und am Ende der Rechtskurve so mehrere große Obstbäume und ich wusste, ich würde das aushalten. Einmal kurz aufs Gas, nicht? Und das ist einmal wie erledigt gewesen. Und in diesem Moment habe ich aber eine ganz bewusste Entscheidung getroffen. Flucht ist keine Lösung. Und dann ist mir aber eines in dem Moment auch sofort klar geworden, da müssen sich ein paar Dinge verändern. Also so kann es nicht weitergehen. Nicht? Ja, so habe ich dann begonnen, mich für verschiedenste Sachen zu interessieren. Das erste war eine gute Bekannte, die einfach mitbekommen hat, dass ich größere Herausforderungen habe. Die hat mir damals ein Buch geschenkt von Murphy, Die Kraft des positiven Denkens. Und ich werde das nie vergessen, ich habe das Buch dann so gelesen und da stehen so kleine Gebete drinnen. Computer habe ich damals noch keinen gehabt, das war Anfang der 90er Jahre. Hat man das dann auf kleine Zettelchen ausgeschrieben, in die Geldtaschen und so weiter reingetan, ne? Weil, dass ich das immer wieder beten kann, hilft es nicht so schwarz. Ne? Also so wirklich aus Glauben könnte ich nicht sagen, dass ich das damals schon gemacht habe, aber aus der Not heraus. Und, gewechselt habe ich dann in die Finanzdienstleistung und mir gedacht, okay, ich muss jetzt wieder Geld verdienen, ich muss schauen, dass ich die Familie irgendwie wieder durchkriege. Und das war irgendwie sehr interessant. Das war für mich so ein interessantes Erlebnis, weil das war so diese Allfinanz. Das war damals so Anfang der 90er Jahre, haben so viele solche Firmen gegeben. Und ich war halt auch bei einer und die wurde neu gegründet und wir wollten es halt besonders gut machen. Und in dieser Branche, also das war was für die Interessantesten für mich, waren sehr viele so gescheiterte Existenzen, wie ich es damals auch war. Die dann das Heil sozusagen in der Finanzdienstleistung gesucht haben. Und sie haben sich erst selber bewiesen, dass sie mit Geld nicht umgehen können. Und jetzt wollen sie das andere lernen, wie man es besser macht. War irgendwie sehr lustig. Ne? Ist nur am Rande. Aber ich habe dort sehr wichtige Begegnungen gehabt. Und zwar wollte ich dann das erste Produkt, was ich da so versucht habe, an den Mann zu bringen, einen mir schon länger bekannten, Finanzdienstleister aus Ried im Innkreis verkaufen, habe denen das präsentiert. Und den habe ich von früher schon gekannt, der wollte mich in der Tischlerei aber versichern, aber da sind wir nicht zusammengekommen. Und nach meiner ganzen Präsentation sagt der Unternehmer, wie geht's dir jetzt, nicht?
und ich wieder in meiner Kraft und Stärke, ich zumindest das Gefühl habe, ja, das geht schon wieder, nicht? Weil das Mathe jetzt keine Schwäche zeigen, nicht? Das ist ganz klar. Habe ich später lernen dürfen, dass das auch ein anders ist. Und dann sagt er dir, Götter, sei mir ehrlich, wie geht es denn wirklich? Dann habe ich gemerkt, dass mir noch nicht ganz so gut geht. Ich sage, nein, aber ganz ehrlich, bin ich sehr bescheiden. Nicht? Und dann sagt er zu mir, seit ich meinen Weg mit Gott gehe, seitdem geht es mir viel besser. Und das war damals für mich wie ein Pfeil mitten ins Herz. Das hat mich sowas von getroffen. Und damals hat man dann zu mir gedacht, okay, wenn es wirklich einen Gott gibt, nicht, der einem hilft, den möchte ich schon kennenlernen. Weil den ich zuerst in dieser Schule kennengelernt habe, diesen Schraffeten, mit dem wollte ich nicht mehr recht zu tun haben. Von dem habe ich mich distanziert gehabt. Ich habe die Dinge halt damals noch nicht, für mich nicht auseinanderholen können, weil für mich war halt Kirche, Gott, das war alles Seins, aber so das gut gelernt. Nicht? Ja. Und dann erzählt er mir auf einmal, seit er den Weg mit Gott geht, geht es mir besser. Und das hat mich nicht mehr losgelassen ab diesem Tag. Und ja. Und habe dort dann wirklich begonnen, wirklich viel in mich aufzunehmen. Ich habe dann eine spirituelle Bibelschule besucht von 94 bis 96 in Wales. Ich habe mir verschiedenste Workshops, damals noch Kassetten, da haben wir Kassetten gegeben. Ich mein, viele junge Leute da sitzen, muss ich das immer dazu sagen, dass das die damaligen Vorträge waren, weil die jungen Leute kennen ja das gar nicht mehr. Und ich habe mir da unwahrscheinlich viel Gedanken wurde mich aufgesogen, also teilweise von diesen amerikanischen Erfolgstrainern und so weiter. Und ich bin immer mehr drauf gekommen, dass unwahrscheinlich viel Wissen da ist, wie unser aller Zusammenleben viel besser funktionieren könnte. Ich habe damals den Karl Pilsel kennengelernt, also einige kennen den vielleicht auch. Also hat über 30 Bücher geschrieben und ja, auch, also den seine Inhalte habe ich damals auch so wie ein Schwamm aufgesaugt, ne? Ich war einfach sozusagen spirituell ausgetrocknet. Und mir ist immer mehr klar geworden, also am Wissen kann es nicht mangeln. Also ist kein, warum unser Zusammenleben so komisch ist, warum wir uns ständig einander bekämpfen, weil wir neidig sind und was auch immer noch, an den Arbeitsplatz, wo wir gegeneinander sind, etc. Also am Wissen kann es nicht mangeln, da muss irgendwas anderes schuld sein. Und damals, wie so viel da haben wir gedacht, okay, das ist ja ganz einfach, die brauchen auch nur alle das Wissen, was ich jetzt alles lernen habe dürfen, und dann funktioniert die Welt sicher besser. Und hat man dann so zur Aufgabe gemacht, hat man gedacht, okay, jetzt gehst du einfach her und beginnst dieses Wissen in die Welt hinauszutragen. Begonnen mit so kleinen Vorträgen und Seminaren und was weiß ich und Einzelgesprächen etc. Und da habe ich gemerkt, das wollen gar nicht alle wissen. Nicht? Und vor allem, es war immer wieder so, dass die Leute gesagt haben, ja, könnte das. Wäre schon super, wenn wir besser miteinander umgegangen und wenn wir liebevoller, achtsamer, respektvoller, ehrlicher und was auch immer zueinander wären. Aber das geht ja nicht weit. Also immer dieses Aber. Ja, das wäre super, nicht? Und wenn wir das alles machen würden, aber. Nicht? Immer dieser Aberglaube, wo ich mir gedacht habe, das kann es doch irgendwie nicht sein. Nicht? Und aber je mehr so Antworten ich bekommen habe, umso mehr hat es mich beschäftigt. Da haben wir gedacht, das irgendwas stinkt da nicht bei uns Menschen. Inklusive mir, weil ich habe selber immer wieder gemerkt, dass ich zwar diesen edlen Wunsch hege, sozusagen ein besseres Leben zu führen, all diese Werte zu leben, aber dass ich es sehr häufig nicht schaffe. Ich bin auch immer wieder mit Menschen in einer Art und Weise umgegangen, wie das einfach nicht tut. Wie man seine Frau halt nicht behandelt oder seine Kinder oder seine Mitmenschen, wie auch immer. Habe immer wieder gemerkt, auch ich stöße da sehr häufig, sehr schnell an meine Grenzen. Und ich dachte, irgendwie ist das verrückt. Wir Menschen wissen, dass anders besser wäre, aber irgendwie sind wir scheinbar nicht fähig, es so zu leben, wie wir im Herzen wissen, dass es richtig wäre. Das ist immer, also fast ausnahmslos. Ich meine,
ein paar unverbesserliche Zähne wieder oder die zumindest zu tun. Aber fast ausnahmslos hat mir die Menschen bestätigt, dass das sehr, sehr gut wäre, so ein Leben zu führen. Nicht? Aber warum geht das nicht? Und die Frage hat in mir gearbeitet. Und auf einmal, und das hat wahrscheinlich jeder von euch schon irgendwann einmal erlebt, wo so eine richtige Erkenntnis kommt, wo so ein Geistesblitz kommt. Wo es auf einmal passiert. Genau. Jeder hat gesagt, nein, sag mir das irgendwo. Genau. Und auf einmal war mir das klar, das sind diese vielen Ängste, die wir haben. Die uns immer wieder daran hindern, diese Ängste, die wir uns auch sehr häufig dann versuchen, selbst zurecht zu argumentieren. Ja, das kann man ja nicht, weil man muss ja, ich muss ja Miete zahlen, ich muss ja. Und eins, das kann ich euch vorweg sagen, sobald du ein Muss hast, vorwiegend das so einer Antwort, dann bist du in der verkehrten Richtung unterwegs. Wir müssen, damit gar nichts. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn das die Ängste sind, nicht, dann weiß ich zwar jetzt, warum es nicht geht, und das ist dann klar, wenn das sind diese verschiedensten Ängste, nicht? Verlustängste, zu ganz normale Existenzangst, die Versagensängste, Ängste nicht zu genügen, und. Also 100.000, also Angst ist ein Meister der Tage, und viele Ängste. Also ich bin heute noch immer dabei, obwohl ich mich jetzt schon fast 20 Jahre damit beschäftige, meine Ängste zu enttarnen sozusagen. Wo ich mir lange nicht eingestanden habe, dass das und das Verhalten, dass da irgendwelche Ängste dahinter stecken. Also ich entdecke da immer wieder nur Sachen, wo Ängste einfach versuchen, mein Leben zu manipulieren, ganz einfach. Ne? Jetzt muss ich ganz kurz schmunzeln, darf ich ganz kurz einwerfen, weil nämlich lustigerweise, wie du gesagt hast, ein sehr weiser Mann hat immer zu mir gesagt, es gibt nur Angst vor der Angst. Naja. Ich habe da auch so sehen, ja. Aber diese, die Angst hat unwahrscheinlich viele Facetten. Mhm. Und das, glaube ich, ist ein Aspekt, der uns wahrscheinlich auch unser ganzes Leben begleiten wird. Ich meine, Angst können uns ja auch Richtungen weisen. Also Angst zeigen uns ja auch Dinge. Also Angst lassen erkennen, wo es lang gehen soll und so weiter. Aber grundsätzlich ist mir klar geworden, in erster Linie sind es Ängste, uns immer wieder dazu verleiten, ein komisches Verhalten an den Tag zu legen. Und wir teilweise Dinge tun, wo wir dann sagen, oh, das hätte ich mir da sparen können, oder ja, so wollte ich mich eigentlich schon lange nicht mehr verhalten, aber jetzt ist es einfach wieder passiert. Also immer dann, wenn wir ein Verhalten an den Tag legen, wo wir hinterher draufkommen, dass das in eine falsche Richtung geht. Also zumindest bei mir ist es so, da habe ich festgestellt, da stecken irgendwo Ängste dahinter. Ne? Und das sind, also eine der Hauptursachen vielleicht, und das ist für mich also ein ganz entscheidendes Thema geworden, ist dieses Thema des Mangels. Also wir sind unwahrscheinlich geprägt von einem Mangeldenken. Es ist immer zu wenig. Das fängt bei den kleinen Kindern schon an. Die kleinen Kinder werden schon so erzogen. Sie kriegen Zuneigung, wenn es funktioniert, wenn sie eine Leistung gebracht haben. Und wenn sie fünf Schritte machen, wird schon mehr draus wie bei den ersten zwei. Und so geht es ständig weiter. Wenn sie ein bisschen was reden und wenn sie ein bisschen was schreien können, dann kriegen sie Lob und Anerkennung. Dann geht es weiter in der Schule, nicht? Der kleine Franzi, da haben wir ja Franzi. Jetzt ist er schon besser. Aber ich war auch mal ein Franzi. Der kleine Franzi geht in die Schule, ne? Hausaufgabe fertig, geht zu der Lehrerin, zeigt voller Stolz der Lehrerin die Hausaufgabe, was macht die Lehrerin? Nimmt den Notstift und zeigt ihm alles an, wo er noch nicht funktioniert, sprich, wo er zu wenig ist. Und das prägt uns unser ganzes Leben. Das ist immer zu wenig. Und du musst klären. Aber das stimmt. Du musst klären. Das ist klar. Und ich glaube, du kriegst nachher schon mal die Farbe rot, was ich irgendwas falsch gemacht, das
auf die Art, ne? Zacker ist schon, ich muss gar schon Hilfe. Und dann, also was ich immer sage, also eine fast eine Todsünde ist, ein Kind zu fragen, was willst du einmal werden? Also das ist eigentlich... Das Kind ist ja schon was. Ja, ich habe das auch oft gemacht. Ja. Ich habe den Fehler selber oft gemacht. Aber ein Kind zu fragen, was willst du einmal werden? Also sprich, du bist noch nichts, du musst erst was werden. Wäre das nicht viel gescheiter, wenn man ein Kind fragt, wer bist denn du? Und ich möchte dir helfen, zu entdecken, wer du bist. Was du für ein einzigartiges, wunderbares Wesen bist, und diese ganzen Fähigkeiten, diese Talente, die in dir stecken, da möchte ich dir helfen, dich zu entdecken. Also sprich, wenn die Erwachsenen von den Eltern über die Kindergärtnerin, über die Lehrer, die Ausbilder und was auch immer, einfach nur Begleiter wären, um den Kindern zu helfen, damit sie draufkommen, wer sie schon sind. Weil ein Kind braucht nichts mehr werden. Ein Kind ist schon alles, was auf diese Welt kommt. Eigentlich schon vorher, das kann ich nicht sehen, aber du willst gar nicht so tief einigen. Aber ein Kind ist schon alles. Und Galilei hat er selber auch gesagt, wir können den Menschen nichts lernen, wir können den Menschen nur helfen, zu entdecken, was schon in ihnen ist. Und das ist, glaube ich, ganz ein entscheidender Punkt auch. Also auch da weg von dieser Mangeldenke. In dem Kind alles, wirklich alles zu sehen, und das fördert ein Kind ungemein. Das fördert ein Kind ungemein, wenn wir beginnen, also nicht nur ein Kind, das fördert jeden Menschen, aber gerade bei Kindern, wenn wir in dem Kind schon alles sehen, was schon ist. Also, genau. Also überhaupt, wenn man jeden Menschen schon als diesen Teil Gottes sehen, der einfach ist, dann haben wir sowieso viel gewonnen. Aber gerade dieses Mangelbewusstsein, ich glaube, das ist eine der größten Ängste oder vielleicht überhaupt eine der größten Geiseln der Menschheit. Und wenn wir uns das anschauen, die ganzen Dinge, die die meisten Menschen da draußen so machen, sind sehr häufig nur das Kompensieren des Mangels in sich. Der Mensch versucht ein ganzes Leben lang, den Mangel in irgendeiner Form auszudrücken. Ich muss ja was lernen, damit ich was bin. Nicht? Lern was, nicht? Und da gibt es genug so Sprüche, dann bist du was, nicht? Und so weiter. Ausbildung machen, eine Position erreichen, dann Leistung, diese ganze Leistungsdenken, weil wenn ich was leiste, dann bin ich wer, dann habe ich was, dass man die Früchte der Leistung vorweisen kann. Nicht? Oder ein fettes Auto, ein dickes Bankkonto, ein großes Haus und was auch immer noch alles. Also der Mensch ist sein ganzes Leben damit beschäftigt, den Mangel in sich auszugleichen. Und wisst ihr, was das größte Problem dabei ist? Aber wisst ihr gleich schon? Es ist nie genug. Es ist nie genug. Und darum scheffelt der Milliardär immer noch. Weil er ständig versucht, im Außen das zu kompensieren, was ihm da drinnen fällt. Und das hört nie auf. Weil ich kann mit Außen das nicht ausgleichen, was mir da drinnen fällt. Erst, wenn der Mensch immer mehr draufkommt, dass er schon alles ist, dass er mehr als genug ist, dann wird dieses Spiel auf. Aber vielleicht jetzt weiter bei der ganzen Sache. Also das war diese Sache, die mir immer mehr bewusst worden ist. Diese ganzen Ängste, das sind sozusagen diese ständigen Verführer, warum wir Dinge tun, die wir hinterher sehr häufig bereuen und so weiter. Ja, da haben wir gedacht, okay, das ist jetzt super, jetzt weiß ich, warum es nicht geht, aber das befriedigt mich auch nicht wirklich. Ich möchte ja wissen, wie könnte es denn gehen, dass unser aller Zusammenleben ein besseres wird. Und da ist mir eine ähnliche Erkenntnis klar geworden, das Einzige, was diese Ängste verwandeln kann oder neutralisieren kann oder aufheben kann, ist Liebe. Es gibt keine Liebe. Ich dachte, okay, jetzt wird es ganz einfach.
Das brauche ich alle Menschen nur sagen, habt ihr euch lieb, nicht? Und dann ist das selber erledigt. Dann funktioniert das. Ich werde das alles nur erzählen. Und dann, ja, okay, Liebe. Erzähl mir alle, dass er. Und dann habe ich gesagt, das funktioniert auch nicht. Bis mir dann eines bewusst wurde, und das war zum einen eine sehr freudige Sache, aber auch eine sehr schmerzliche, weil mir auf einmal klar geworden ist, Liebe beginnt bei mir. Liebe beginnt nicht beim Gegenüber. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Okay, das könnte eine Lösung sein. Aber nur eines ist mir da zeitgleich auch klar geworden. Ich habe von mir mitgekriegt, wie wenig ich mich liebe. Und das ist auch etwas, was ich gerade auch in den spirituellen Kreisen immer wieder sehr, sehr stark feststelle, dass alle sehr schnell bei den anderen sind, die anderen zu lieben, aber nicht, dass ich selber auch habe. Und wenn wir nicht lernen, wirklich uns selbst anzunehmen und zu lieben, ist das alles ja, viel Schaden auch. Aber es fängt bei mir an. Und da ist mir auf einmal klar geworden, wenn es mir so geht, dass ich solche Herausforderungen habe, mich selbst zu lieben. Also das hat sich so Ende der 90er, Anfang 2000 so intensiv abgespielt. Oder? Okay, dann geht es wahrscheinlich der vielen anderen da draußen auch so. Dachte, okay, das ist einmal ein guter Lösungsansatz, aber wie können wir das jetzt in den Griff kriegen? Ne? Und aufgrund der vielen Informationen, die ich in der Zeit wirklich aufgenommen habe, war mir eines klar. Der Mensch ist einzigartig, für Menschen gibt es einen spezifischen Platz. Also das war alles Dinge, die in der Zeit schon für mich erkannt habe. Und für jeden Menschen gibt es so diese Lebensaufgabe, diese Berufung etc. Jeder Mensch hat ganz spezifische Gaben, wo jeder Dinge tun kann, auf eine Art und Weise, wie nur du das machen kannst, oder nur du das machen kannst. Und das gibt es für jeden Menschen. Und ich dachte, okay, wenn wir das erkennen in uns, was ist diese Einzigartigkeit, was ist diese spezifische Gabe, diese besondere Fähigkeit, die wir einfach mitgekriegt haben. Für uns, für unsere Mitmenschen, wie auch immer. Wenn wir das immer mehr erkennen, dann müsste uns doch wesentlich leichter fallen, uns selbst wertzuschätzen, uns selbst anzunehmen, also letztendlich uns selbst zu lieben. Das müsste ja dann wesentlich leichter möglich sein. Und das war dann sozusagen der Anfang von Wertevoll Leben. Den Namen als solches hat es damals noch nicht gegeben, aber diese Thematik schon, Mensch, erkenne deinen Wert oder deine inneren Werte und lerne diese voll zu leben. Also das war so diese Geburtsstunde von Wertevoll Leben, das war jetzt diesen Lichtblick. Ich war 98, war ich mit Karl Pilsen, also dessen Namen ich schon erwähnt habe, war ich da einige Monate in Wittenberg, in den neuen Bundesländern, in Brandenburg. Nein, das gehört nur zu Sachsen-Anhalt, aber macht jetzt nichts. Das ist knapp 100 Kilometer südlich von Berlin, Mutterstadt Wittenberg, also das ist diese. Das ist diese Stadt, wo der Martin Luther da diese 95 Thesen an der Schlosstür genagelt hat, also eine sehr geschichtsträchtige Stadt. Und habe dort ein paar Monate, wollte mir da was aufbauen, weil wir einfach gesehen haben, da drüben herrscht eine große Not und da haben wir halt gesagt, okay, da wollen wir uns auch einbringen, weil eines war uns klar, das was nur die Menschen am meisten mangelt, ist das Thema einfach Selbstwert, weil die dürfen nie eine eigene Meinung haben und was auch immer. Also, zuerst durften sie keine haben und davon mussten sie eine haben. Nicht? Also
zuerst war Engagement, wir haben in der Verteilung, sie mussten haben einfach funktionieren müssen. Und wer sich am Rücken verhalten hat, ist ein bisschen durchgekommen. Und auf einmal war Engagement gefordert. Und dass das nicht heißt, dass das über Jahrzehnte, wenn du so geprägt wirst, dann kann man das nicht von heute auf morgen verändern. Und so wollten wir halt auch unseren Beitrag leisten. Mhm. Ah, der ist das. Ich glaube, der Flugzeug langt. Aber das hat für mich dann nicht so funktioniert. Ich will auf die Sache jetzt gar nicht intensiv eingehen. Ich bin Ende des 98 habe ich für mich festgestellt, Wittenberg ist nicht meine Berufung. Das ist nicht der Ort, wo ich mich da großartig entfalten werde. Und bin zu Weihnachten wieder zur Familie, also ich bin da in der Gemeinde, meine Familie hat in Österreich gelebt. Ich war immer schon von Montag bis Donnerstag in Wittenberg und dann danach immer hin und her gefahren. Also ein riesen Aufwand da betrieben, jetzt mal 700 Kilometer. Aber hat Spaß, ich habe trotzdem viel gelernt. Aber Anfang 99 bin ich dann wieder mehr oder weniger da gestanden und habe gesagt, okay, worum soll es jetzt gehen? Also ich muss nur vorausschicken, ich habe 96, und zwar am Ende dieser spirituellen Bibelschule, habe ich für mich eine Entscheidung getroffen, ich werde nie mehr etwas nur wegen Geld machen. Und das Einzige, was ich möchte, ist wirklich den Plan Gottes zu leben, weil aus meiner Sicht ist das Einzige, ist, was tatsächlich Sinn macht. Ich will einfach für dieses System nicht mehr funktionieren. Nicht? Und ja, aber dann Anfang 99, drei schulpflichtige Kinder, 4 Monate Geld ausgegeben, aber nichts verdient, weil sich das einfach nicht so entwickelt hat, wie wir gehofft haben. Und da haben wir gedacht, so aus, was so ist, jetzt suche ich mir einfach einen Job. Ich muss mit meiner Entscheidung da untreu werden. Nicht? Und der Paul kennt meine Frau und wer meine Frau kennt, weiß, dass sie eine sehr sicherheitsbedachte ist. Also für sie war das eine riesen Herausforderung, was ich damals so gemacht habe. Und jetzt habe ich gedacht, okay, also ich muss jetzt einfach dafür sorgen, dass die Familie wirtschaftlich wieder versorgt ist. Hat man am Samstag die oberösterreichischen Nachrichten gekauft mit den Karrierenachrichten, wo diese ganzen Stellenanzeigen drinnen sind und auf den im Verkauf war ich früher eh nicht so schlecht, nicht? Dann suche ich mir irgendeinen Außendienstjob oder irgendwas, was halt ganz gut bezahlt ist, nicht? Damit das endlich wieder funktioniert. Sitzt da im Wohnzimmer, rennt mir schon die ersten Stellenanzeigen ein, nicht? Und dann kommt meine Frau da ins Wohnzimmer einer und sagt, was machst du denn da? Nicht? Und ich sage, ja, sie sehen. Willst du jetzt einen Job suchen? So wie wir brauchen. Wir brauchen ja Geld, oder? Also, meine Frau hat zwar schon wieder ein paar Stunden gearbeitet, aber das hätte nicht gereicht, um die Familie zu versorgen. Ne? Und dann fängt sie an und sagt, ja, glaubst schon, dass du das glücklich machst, du brauchst noch die Freiheit und was weiß ich. Also lange Rede, kurzer Sinn, dann redet sie mir das aus. Ich habe die Wörter jetzt überhaupt nicht mehr verstanden. Ich habe sie wegen ihr und den Kindern Sicherheit geben zu können, wollte das machen und sie redet mir das aus. Was ist jetzt los? Und, nach dem Wochenende, dann am Montag in der Früh, war ich dann alleine zu Hause. Die Kinder waren im Kindergarten und Schule und Karin, glaube ich, war zur Arbeit, weiß jetzt nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall, ich war dann alleine zu Hause und dann bin ich wirklich, ich bin im Wohnzimmer auf die Knie gegangen und habe Gott so richtig bestimmen, was ist jetzt los? Ich war der Meinung, dass ich eh deinen Plan lebe, aber hinten vor funktioniert nichts. Kein Geld da und was auch immer. Was soll es, wohin soll das gehen? Ich wollte, um ein guter Familienvater zu sein, wollte mir jetzt einen Job suchen, da redet man bis meine Frau aus. Was ist jetzt los, was soll ich machen? Nicht? Und dann war der erste Impuls, so in die Bibel reinschauen, in Philipper Kapitel 2, Vers 14 und 15, und dort steht geschrieben, tut alles ohne Murren und Bedenken,
und ich war gerade sehr unruhig und bedenken, also intensiv sogar. Also ich habe sehr gehadert da mit ihm, ich habe richtig geschenkt mit ihm. Nicht? Und tut alles ohne Murren und Bedenken, sprich die Voraussetzung für das, was kommt, damit ihr rein und ohne Tadel seid, Kinder Gottes, mitten unter einer verdorbenen und verwirrten Generation, unter der ihr als Licht in der Welt leuchtet. Nicht? Das war, man dachte, okay, das passt ja eigentlich zu dem, was ich möchte. Ich möchte ja Licht in dieser Welt sein, ich möchte ja den Menschen die gute Botschaft bringen, ich möchte den Menschen helfen, dass sie die Liebe leben können und nicht ständig in der Angst sein müssen und so weiter. Aber irgendwie funktioniert das scheinbar nicht. Und da habe ich dann so visionäre Bilder gehabt, so Tagträume, so könnte man es nennen, wo ich eine Gesellschaft in der Gesellschaft gesehen habe. Also das waren, wie soll ich sagen, das war jetzt nicht, da waren die einen und da die anderen, nein, das war ganz gemischt. Große Menschenmengen und die einen, die haben gestrahlt, die haben geleuchtet, die haben es richtig gemerkt, die sind Licht in der Welt. Das ist ungefähr das, wie man sich das dann so vorstellt, wenn der Licht in der Welt ist und die anderen, die waren halt zu Tode betrübt. Nicht? Und da hat einfach so ein Visionsprozess begonnen, wo ich immer wieder diese Bilder gehabt habe und ich habe also einen inneren Dialog geführt mit der Frage, was ist das und was sehe ich da? Ja, das ist die geliebte Liebe. Ja, und warum sind die Menschen schon so glücklich? Ja, weil keiner mehr hält was zurück. Und viele solche Impulse sind da einfach gekommen. Also ich könnte alleine über diesen Visionsprozess, der hat ziemlich genau 3 Monate gedauert, wo ich diese Bilder immer wieder hatte. Und das war dann so dieser Hauptimpuls, wo ich dann gesagt habe, okay, also scheinbar muss das möglich sein, was ich mir im Herzen immer gewünscht habe. Also mein wirklich tiefster Herzenswunsch war. Also scheinbar muss das wirklich möglich sein. Sonst hätte ich das nicht sozusagen mit den geistigen Augen sehen können. Und das war einfach so dieser Hauptimpuls sozusagen, um diesen Weg dann verstärkter zu gehen. Das waren schon die vielen Jahre davor, aber um diesen Weg dann verstärkter zu gehen. Okay, und am Samstag, also ja, diesen Samstag haben wir in St. Agatha, das ist auch da in der Gegend von Öfferten, haben wir wieder Werte von Leben treffen. Also da gibt es jeden Monat, normalerweise immer am ersten Samstag im Monat, das haben wir am zweiten gemacht, weil der erste Samstag ja nicht einmal verzichtet hat im 1. Mai. Da fallen immer viele fort, jetzt haben wir es am zweiten Samstag, aber sonst ist immer am ersten Samstag ein überregionales Werteforum, wie wir das nennen, aber nähere Informationen auf www.wertevollleben.com. Okay, danke schön. Vielen herzlichen Dank, lieber Günther, für deinen wundervollen und wertvollen Vortrag und für deinen wertvollen und wertvollen Beitrag und für deinen Beitrag für die Menschheit, also für uns alle. Und du sprichst mir völlig aus der Seele, jedes Wort, was du da jetzt gesagt hast, ist genau das, was ich in mir habe. Und komischerweise, so ein Zufall aber auch, habe ich das vor einigen Tagen auf die Website gestellt bei mir. Und wenn es wollt, lese ich das jetzt gleich vor, ich habe schon vorbereitet. Ich weiß nicht, wer da schon reingeschaut hat. In meine Website, die goldeneszeitalter.at. Es geht um den Frieden. Die meisten von euch wissen, dass ich eine Friedensveranstaltung organisiere am Freitag, den 9. Mai in der Stadt Salzburg, in der Innenstadt. Die Informationen findet ihr alle auf der Website drauf. Und da habe ich geschrieben, wahrer Frieden kommt von innen. Frieden beginnt in mir und in dir. Erst wenn wir selbst mit uns und unseren Familienmitgliedern, unseren Freunden, Bekannten, Nachbarn, Lehrern, Arbeitskollegen, Arbeitgebern und allen Menschen in Frieden leben, kann sich dieser Friede auch auf die gesamte Weltbevölkerung und wie ein Lauffeuer ausbreiten. Sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschst für diese Welt. Mahatma Gandhi. Und da jetzt der Spruch, den wir heute schon besprochen haben, gegen den Krieg werde ich keinesfalls demonstrieren. An einer Kundgebung für den Frieden will ich mich jedoch sehr gerne beteiligen, Mutter Teresa. Und dann nur die Worte von mir, die jetzt so passend zu deinem Vortrag sind. Ich bin für den Frieden, denn wenn ich gegen den Krieg wäre,
dann wäre ich für den Krieg. Warum? Weil alles, wo ich dagegen bin, bekämpfe ich. Und Kampf ist bekanntlich Krieg. Und Energie folgt der Aufmerksamkeit. Worauf ich meine Achtsamkeit lege, das verstärke ich. So liegt es an mir, welche Seite ich verstärken will. Die eine Seite, die ich haben will, oder die Seite, die ich verabscheue. Erst wenn die Menschen erkennen, dass uns das ständige Dagegensein nicht an unser gewünschtes Ziel führt, werden sich diese Dinge verändern können. Sobald wir für eine Sache einstehen, geben wir ihr Energie und Kraft. Somit kann sie wachsen und groß werden. Geben wir den Dingen, die wir nicht haben wollen, unsere Aufmerksamkeit und somit unsere Energie, so stärken und bekräftigen wir ungewollt das Gegenteil von dem, was wir alle erreichen wollen und in der Welt sehen und leben wollen. Und wenn das nur einige Menschen erstmal verstanden und verinnerlicht haben, dann kann und wird sich diese Welle auf der ganzen Welt ausbreiten. Erst dann haben wir unser Ziel erreicht. Es gibt keinen Weg zum Frieden, denn Frieden ist der Weg. Mahatma Gandhi. Wenn die Macht der Liebe über die Liebe der Macht siegt, wird die Welt Frieden finden. Jimi Hendrix. Du und ich, wir sind eins. Ich kann dich nicht verletzen, ohne mich selbst zu verletzen. Mahatma Gandhi. Und zu guter Letzt, handle stets so, dass es für alle Wesen zum höchsten Nutzen und Wohle ist. Das ist von mir. Dankeschön. Veranstaltet am selben Tag die Friedensveranstaltung im Mondsee. Ihr könnt da die Flyer nehmen, da geht es um 15 Uhr. Möchtest du vielleicht ein paar Worte dazu sagen? Es ist grob das Gleiche. Also im Mondsee ist so ein relativ kleiner Marktplatz, da ist ein Springbrunnen und da ist vor der Gemeinde so ein kleines Bankerl. Im Augenblick sind wir zu zweit. Zu dritt. Ich weiß schon, ja, dass noch wer kommt. Sie gemeldet, also kommuniziert und wir sind einfach da. Meine Kinder haben jetzt am Wochenende mit mir Herzen gemalt und wir werden halt ein paar rum und austeilen. Und wir haben eine, die singt hawaiianische Lieder und tanzt auch an Hula, wenn es sein soll oder was auch immer. Wir haben Mantra mit Radio und ja, gehen einfach durch die Straßen mit großen Plakaten, mit Hacken. Genau. Und ja, schauen wir mal, was passiert. Bei uns in Salzburg wird es so sein, wir treffen uns um 19.30 Uhr beim Brunnen am Residenzplatz. Da haben wir dann vor, dass wir Friedenslieder singen. Wir werden ein Friedensgebet und ein Friedensgedicht dann sprechen. Anschließend gehen wir dann mit unseren mitgebrachten Geschenken zu den Leuten, zu den Passanten, zu den einheimischen Touristen, sprechen sie an, ob sie für den Frieden oder ob sie gegen den Krieg sind. Und ich habe das jetzt schon in den letzten Tagen bei etlichen Menschen gemacht und da sieht man richtig, wie es rattert in ihren. Die meisten sagen, das ist ja dasselbe. Ich sage, wenn es das Gleiche wäre, dann hätte ich die jetzt nicht fragen, oder? Und dann gehen sie nämlich in sich und 90% sagen, natürlich gegen den Krieg, ist doch klar. Ne? Sage ich, achso, du willst Krieg? Nein, ich will Frieden. Sage ich, naja, dann musst du für das sein, was du haben willst. Ja, warum? Und dann sage ich ihnen das, was ich euch jetzt vorgelesen habe. Und auf einmal geht das Licht auf, wie bei Vicky und die starken Männer. Bing! Die Glühlampe ist an, sagen sie, ja genau. Ja, und dann verinnerlichen die Menschen das endlich einmal. Und ich habe auch eine Veranstaltung auf Facebook, so wie du auch. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Ich distanziere mich ja von den Mahnwachen und von den Demonstrationen und den Protestveranstaltungen. Und da werde ich jetzt von den Menschen, die auf die Mahnwachen und so weiter gehen, ganz schön ja, in den Mangel genommen, weil sie verstehen das nicht, dass ich nicht auch in Salzburg eine Mahnwache mache und eine Demonstration mache. Und dann sage ich ihnen immer wieder dasselbe. Demonstration und Mahnwache haben für mich nichts mit Frieden zu tun. Sie protestieren dort für die Dinge, die sie nicht haben wollen. Und wir legen den Menschen das ins Herz, was wir haben wollen. Unser Ziel vor Augen. Und das werden wir alle erreichen. Mit hundertprozentiger Sicherheit. Danke.
zum Ende, weil wir waren ja nur wir Menschen da, wir haben einen Besuch gehabt, gell? War ganz, die haben wir ja eingeladen. Ja, genau. Nur wir sehen es nicht, aber du siehst es. Ja, und sie wollen schon noch gerne ein Lied haben, weil sie lieben Klang. Und auch die Naturlebewesen, was draußen sind, und was einer kommt als andere. Jetzt gibt es einen Kobold, einen Namen, wir haben ja gerade. Und die würden wir gerne ein Lied von uns hören. Und welches? Nun denn. Welches denn? Alles, das wir kennen, bitte. So, der Vortrag ist jetzt vorbei und mir ist aufgefallen, Sie sind ja die Veranstalterin von dem Friedensfest in Attersee. Es freut uns auch besonders, dass Sie da heute hergefunden haben. Hätten Sie noch vielleicht eine besondere Botschaft zum Frieden und zur eigenen Umsetzung, wie man sich seine Welt gestalten kann, damit es einem gefällt? Ja, also ich komme vom Attersee, organisiere das Attersee-Friedensfest. Wir haben heuer das 6. Attersee-Friedensfest. Und die Botschaft ist wirklich ein Gemeinsam und Miteinander. Und nur so werden wir schaffen, dass Frieden auf der Welt wird. Aber beginnen dann mal bei uns selber. Und diese Botschaft soll jeder mitbringen. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns am Attersee im September sehen. Das wievielte Friedensfest habt ihr ja schon gemacht? Also heuer ist das 6. Attersee-Friedensfest in Nussdorf am Attersee. Vielleicht erwähnen Sie noch die Homepage, damit die Leute das da finden können. Ja, das wäre ganz einfach. www.attersee-friedensfest.at. Ja, da bedanke ich mich recht herzlich für diesen wunderbaren Impressionen. Ja, würde mich freuen, wenn wir uns sehen. Danke.